Genau. Ja, wir fangen jetzt an und ich freue mich sehr, dass Sie und ihr alle gekommen seid und begrüße hier euch im Namen der Linksfraktion, aber auch, genau, ich stelle mich auch selber einmal ganz kurz vor, damit Sie und ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Elif Edalp, ich bin Sprecherin für Partizipation, Migration und Antidiskriminierung der Linksfraktion. Und genau, und dann werde ich gleich ein bisschen inhaltlich versuchen einzuleiten, aber auch ein paar technische Hinweise und ein paar Hinweise zum Ablauf schon mal geben. Genau, wir haben jetzt ein bisschen später angefangen, einfach um sicherzustellen, dass wirklich alle hier reinkommen konnten, weil ja unten auch diese Schleuse ist. Und genau, wer möchte, konnte sich vorne ein Namenskärtchen nehmen und ansonsten. Genau, mussten wir leider irgendwann dieses Anmeldeformular schließen, aber wir haben auch, weil sozusagen sehr viel Interesse war, ich freue mich auch, dass hier im Prinzip die Antidiskriminierungslandschaft Berlins und auch des Bundes teilweise vertreten ist. Das ist ganz toll, dass wir hier praktisch im kompletten Raum Expertinnen bei dem Thema haben. Und genau, deswegen, es gibt aber auch einen Livestream und später wird es auch wegen Barrierefreiheit auch untertitelt online gestellt, sodass das auch nachträglich noch angeschaut werden kann. Und ansonsten ist es auch so, dass wenn wir nachher in die Fragerunde kommen, auch über den Livestream Personen etwas fragen können. Und genau, es gibt Getränke und Brezel. Wer sich was nehmen will, haben Sie bestimmt schon gesehen. Und wir können das auch nachher noch nutzen, wenn wir sozusagen am Ende haben wir noch mal eine halbe Stunde einfach, wer Lust hat, im Raum zu bleiben und sich zu unterhalten, kann bleiben. Genau, es gibt ansonsten in dem Sinne jetzt keine strengen Regeln hier und keine Maskenpflicht oder so, sondern wir haben die Stühle so ansortiert, dass das so konform ist mit den Regeln des Hauses sozusagen. Genau, dann würde ich jetzt ganz kurz was zum zeitlichen Ablauf sagen. Wir fangen jetzt an. Genau, ich habe mir schon gedacht, dass es ein bisschen später losgeht. Dann haben wir über eine Stunde Zeit, dass hier im Panel diskutiert oder Sachen besprochen werden. Und dann würden wir das am 20:30 Uhr öffnen, sodass Sie und Ihr Beiträge machen könnt, Fragen stellen könnt. Und wer möchte, kann einfach zu Beginn seinen Namen und wer möchte auch die Funktion oder Organisation oder so sagen, muss aber nicht. Und dann Fragen stellen oder Debattenbeiträge. Und dann sind wir bis 20:30 Uhr, wollen wir versuchen, durch zu sein. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde diesen Raum, wo sich einfach unterhalten und ausgetauscht werden kann. Genau. Zum Livestream habe ich was schon gesagt. Also das bezieht sich nur auf das Podium vorne. Also es wird nicht das Publikum gefilmt. Die Frage ist aber, ob zwischendurch Fotos gemacht werden können. Sonst würden wir das nur vom Panel machen. Aber wenn genau, wenn kein nicht in Ordnung ist, dann einfach kurz vielleicht melden und dann würden wir das einfach lassen. Wir hatten es ursprünglich nur hier vorne vor, aber irgendwie ist es vielleicht auch nett, wenn wir einfach Fotos machen oder so. Okay. Dann bin ich, glaube ich, mit den technischen Hinweisen durch und kann jetzt. Ich bin etwas aufgeregt, das tut mir leid. aber läuft. Genau. Dann würde ich jetzt anfangen, inhaltlich einzuleiten und dann die tollen Panelistinnen, die hier vorne sitzen, einmal vorstellen und dann gehen wir einfach in die Diskussion. Genau. Ja, wie Sie und wie ihr alle wisst, plant die Bundesregierung eine Reform des Allgemeingleichbehandlungsgesetzes, des AGG, was ja zivilgesellschaftliche Organisationen, Migrantinnen-Selbstorganisationen, viele andere Vertretungen von Menschen mit Behinderungen, von vielen verschiedenen anderen Gruppen, queere Organisationen und so schon lange fordern. Und das AGG ist ja 2006 in Kraft getreten und soll Diskriminierungen durch private AkteurInnen, unter anderem eben am Arbeitsmarkt, am Wohnungsmarkt, am Dienstleistungsmarkt verhindern. Es hat sich aber nach einhelliger Auffassung in verschiedener Hinsicht als nicht ausreichend wirksam erwiesen. Und es fehlen beispielsweise Diskriminierungsmerkmale, die wir im Landesantidiskriminierungsgesetz haben. Aber auch da gibt es sicher Nachbesserungsbedarf. Aber beispielsweise sozialer Status oder auch chronische Erkrankungen sind nicht ausdrücklich umfasst. Es gibt kein Verbandsklagerecht und diskriminierende Handlungsweisen durch Behörden und andere staatliche Stellen bleiben bisher völlig außen vor. Und das ist deswegen auch ein
Problem, weil wir natürlich in allen Behörden, und zwar auch in Bundesbehörden, nicht nur in den Landesbehörden, ein Problem mit Diskriminierung haben und auch im strukturellen Sinne. Und deswegen denken wir, das ist auch, also als Linksfraktion, aber auch eben viele Organisationen fordern das ja, dass das unbedingt mit umfasst werden soll. Und als Abgeordnete erlebe ich es auch immer wieder, dass Menschen sich an mich wenden und von Diskriminierung von Landesbehörden, aber eben auch von Bundesbehörden wie Jobcenter berichten, weil die ganzen Bundesbehörden sind ja auch in Berlin vertreten und da kommt es eben auch immer wieder zu Diskriminierung. Oder beispielsweise Racial Profiling hat verstärkt stattgefunden, als es um Geflüchtete aus der Ukraine, BIPOC-Geflüchtete aus der Ukraine ging, auch Familien, Romja und Sintis beispielsweise, also vor allem Romja. Und da kam es auch immer wieder zu Racial Profiling durch Bundespolizei am Hauptbahnhof, aber auch in den Zügen. Also es gibt ganz, ganz viele Felder. Sicher können hier auch andere aus anderen Erfahrungen berichten, jedenfalls, warum das wichtig ist. Und deswegen haben wir auch als Koalition, wir haben als letzte Legislatur, als Rot-Rot-Grün 2020 schon eine Bundesratsinitiative initiiert sozusagen. Aber leider hat die am Ende nicht zum Erfolg geführt, wo es schon eine umfassende Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gefordert wurde. Allerdings war dieser Punkt öffentliches Handeln noch nicht mit drin. Deswegen war es uns sehr wichtig und war es mir auch wichtig. Ich habe ja auch den Teil Antidiskriminierung mitverhandelt, dass wir diesmal aufnehmen, dass wir uns im Bund als Berlin dafür einsetzen, dass neben den ganzen anderen Defiziten im AGG auch das öffentliche Handeln mit umfasst wird. Und in diesem Sinne wollen wir auch einen neuen Versuch starten und uns für eine Bundesratsinitiative im Bundesrat eben einsetzen für eine umfassende Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Und die Anregungen, die praktisch von hier heute kommen, wollen wir in einen entsprechenden Koalitionsantrag eben auch einfließen lassen. Und genau, im Prinzip sind das eigentlich die wichtigsten Punkte, die ich vortragen wollte. Und ansonsten, genau, wollen wir jetzt eben als Berliner Linksfraktion dieses Thema auch eben voranbringen. Und die Linke fordert eben auch schon seit langem diese umfassende Reform und hat im Bundestag verschiedene parlamentarische Initiativen eingebracht, entsprechend auch des Bundeswahlprogramms. Da ging es um Überarbeitung des AGGs im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, um Verbandsklagerecht, um ein Bundesantidiskriminierungsgesetz und eben verschiedene andere Punkte. Aber das hat bisher auch nicht zum Erfolg geführt. Aber ich bin jetzt froh, dass eine Reform kommen soll. Und wir sind, denke ich, alle froh. Wichtig ist aber, dass sie dann auch umfassend ist, weil meine Erfahrung ist zumindest, wenn man ein Gesetz einmal anfasst und Regelungen verändert, dass es dann nicht gleich ein Jahr später oder zwei Jahre später nochmal angefasst wird. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass es gleich von Anfang an umfassend gemacht wird. Genau, da komme ich jetzt dann zum Podium und würde das einmal vorstellen. Und dann würden wir einfach in die Debatte einsteigen, was hier die Perspektiven sind, was wichtig wäre für solch eine Reform und wo wir als Berliner Koalition, als rot-grün-rote Koalition Rückenwind geben können in dieser Fachdebatte, aber auch eben in dieser politischen Debatte. Und da fange ich jetzt an. Genau, jetzt hat sich ich hatte alphabetisch, aber es war eine Umsetzung hier. Was auch völlig okay ist, deswegen. Also ich fange an mit Eva Maria Andrades. Schön, dass du heute da bist, Geschäftsführerin des Antidiskriminierungsverbands Deutschland. Genau, ich gehe einfach weiter und wenn sozusagen Sie oder ihr selber noch was sagen wollt zu eurer Funktion oder eurem Aufgabenbereich, dann macht ihr das einfach in euren Statements. Genau, dann neben mir hier auf der Seite Saraya Gomez, unsere Staatssekretärin hier in Berlin für Vielfalt und Antidiskriminierung. Fola in verschiedenen anderen Funktionen, aber da kannst du gleich selber auch natürlich deine Erfahrungen berichten, beispielsweise Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen hat sie auch schon viel gekämpft, gegen strukturelle Diskriminierung. Dann komme ich jetzt rüber, Ferda Attermann, die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. Genau, seit kurzem im Amt, was mich und viele andere sehr gefreut hat. Und dann Judith Tasmikowski ist Leiterin des Projekts, auf der Seite, Leiterin des Projekts leitmedien.de und Redaktionsleitung des Podcasts und des Magazins Die neue Norm bei Sozialhelden e.V.
Ja, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und mit uns diese Debatte führt und dass wir hoffentlich gemeinsam eine umfassende Reform erreichen. Und ich würde jetzt einfach mit so ein paar Fragen einleiten und dann kommen wir einfach ins Gespräch. Und noch ein technischer Hinweis, wenn jemand spricht, dann am besten einmal draufdrücken und reinsprechen sozusagen. Und wenn die Person fertig ist, dann einfach ausmachen, weil sonst gibt es so einen Rückkopplungseffekt. Genau. Dann würde meine erste Frage sich an dich richten, Ferda. Und einfach, um auch mal so den Rahmen zu skizzieren, dass du vielleicht, weil du wahrscheinlich da am ehesten die heißen Informationen hast sozusagen, den Zeitplan, ob du dazu schon was sagen kannst, wann wir mit der AGG-Reform rechnen können, wie die zeitlichen Abläufe sind und welche Rolle die ADS darin spielen wird und deine Rolle da drin. Vielen Dank, Elif, für die Einladung und für die Veranstaltung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo auch von mir. Also ich freue mich sehr, dass Berlin sich engagiert, auch hier wieder als Vorreiterin und mitwirken will. Wir haben ja ein allgemeines oder ein Antidiskriminierungsrecht in Deutschland. Ich glaube, das muss ich hier niemandem erzählen, dass ich sag mal national und international anerkannterweise recht schwach ist, sehr viele Schutzlücken hat. Das war quasi von Tag 1 an schon auf dem Tisch, also lag auf dem Tisch. Dann wurde dieses Gesetz jetzt 16 Jahre lang nicht reformiert. Und 2016 oder 2015 hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Evaluierung vorgelegt oder auf, ich weiß gar nicht, ob beauftragt oder vorgelegt, eins von beidem. Jedenfalls hat auch die nochmal viele Schwachstellen benannt und eben klare Reformbedarfe genannt. So, also wir haben es eigentlich schon sehr lange schriftlich. Wir haben aus der Zivilgesellschaft auch sehr viele Rückmeldungen, dass dieses Gesetz reformiert werden muss. Was genau besprechen wir wahrscheinlich noch? Deswegen ist es so schön und erfreulich, dass im Koalitionsvertrag eben steht, zum ersten Mal seit Bestehen des Gesetzes, es soll reformiert werden. Das hat mich auch persönlich sehr gefreut. Und jetzt sind wir an folgendem Punkt. Im Mai 2022 hat eine erste Ressortbesprechung stattgefunden. Ich glaube, meine Kollegin Nathalie Schlenzka war persönlich dabei. Also werden heiße Infos gewünscht, wenn die sie nicht draufgeben kann. Aber zumindest kann ich sagen, von unserer Seite aus saß die geballte Fachkompetenz mit am Tisch. Und die Federführung hat das BMJ, also das Justizministerium. Und im Grunde ist jetzt der nächste Schritt, dass die einen ersten Beitrag zum Eckpunktepapier machen, also einen Aufschlag machen, der dann in die Runde gegeben wird. Und auf diesen Aufschlag warten wir. Und zwar hieß es am Anfang nach der Sommerpause, dann hieß es im Herbst, jetzt ist es eben Winter. Und wir werden langsam etwas unruhig, weil wenn dieser gesamte Prozess für dieses Eckpunktepapier nicht bald startet, dann wird es etwas eng, um in dieser Legislatur über die Bühne zu kommen. Unsere Rolle als ADS, wir sind nicht Teil der Bundesregierung. Ich werde auch oft fälschlich als Beauftragte der Bundesregierung bezeichnet, aber wir sind nach wie vor, so wie es im Titel auch heißt, unabhängig. Und das heißt auch tatsächlich unabhängig, politisch. Wir sitzen nicht weder am Kabinettstisch noch sonst. Wir sind natürlich formal, das ist, glaube ich, bekannt, am Familienministerium angegliedert. Und wir beraten und begleiten. Also wir sind mit am Tisch, wenn es um die AGG-Reform geht. Nathalie Schlenzka und ich und andere in der Stelle, wir sammeln und wir haben ja auch erstens diese Papiere, von denen wir wissen, also die ganzen Forderungen aus der Zivilgesellschaft, die auf der Hand liegen. Ich würde mal behaupten einfach, dass die Antidiskriminierungsstelle da eine sehr progressive und sehr an der Zivilgesellschaft und ihren Bedarfen orientierte einen Forderungskatalog hat, der ist sehr umfassend. Und jetzt ist halt die Frage, A, wann geht's los und B, wie viel kriegen wir reinverhandelt? Und wir haben aber natürlich mit dem BMFSFJ, also dem Familienministerium, eine Partnerin, die auch in vielen Forderungen mitgeht und eben auch als Kabinettsmitglied sozusagen damit am Tisch sitzt. So, vielleicht erstmal so viel.
Ja, vielen Dank. Das war schon mal sehr informativ. Ich würde trotzdem noch eine Rückfrage stellen. Dann gehen wir praktisch schon in diese inhaltliche, vertiefte inhaltlichere Debatte. Und dann können die anderen vielleicht auch direkt was zu den verschiedenen Punkten sagen. Du hattest es ja angesprochen, dass es eben diese Evaluation ja 2016 gab und Defizite schon festgestellt wurden. Und uns würde natürlich interessieren, also was sind aus der Perspektive der ADS eigentlich die wichtigsten Punkte? Ich weiß auch nicht, ob du schon eine Einschätzung geben möchtest oder kannst, wo du glaubst, dass es auf jeden Fall kommt und für bei anderen Sachen, wo man sich eher noch einsetzen muss für. Aber wenn das noch nicht einschätzbar ist, ist das auch in Ordnung. Aber vielleicht schon mal einfach so die wesentlichen Punkte, wo die ADS denkt, dass es da zu einer Veränderung kommen muss. Und was mich daran auch interessieren würde, was du denkst, was für zusätzliche Befugnisse beispielsweise, das ist zum Beispiel was wir auch bei der Umutstelle der LADG diskutieren, brauchen wir da zusätzliche Befugnisse, weil wir haben beispielsweise gerade den Polizeibeauftragten hier als Parlament gewählt und der hat beispielsweise sehr viele Befugnisse wie Akteneinsichtsrecht und verschiedene andere Rechte auch. Und da diskutieren wir natürlich, wie das bei der Ombudsstelle der LADG zum Beispiel sein könnte. Das wäre auch eine Frage an dich. Genau, so will ich es erstmal belassen. Und genau, du guckst einfach, was du alles jetzt schon beantworten möchtest. Und dann gehen wir da in der Debatte sicher noch vertieft drauf ein. Also ich kann gerne sagen, welche Punkte mir besonders wichtig sind. Ich würde ungern jetzt schon Punkte sagen, wo ich sage, da lohnt es sich nicht oder das lohnt sich definitiv. Erstens, weil es eine, ich glaube, auch ein Teil öffentliche Veranstaltung ist. Zweitens, weil ich glaube, das ist einfach auch der zu frühe Punkt, um Punkte schon aufzugeben. Nee, aufgeben sowieso nicht. Ja, oder auch um strategische Verhandlungsmaßnahmen. Also sowas, so, ich würde, jetzt ist der Punkt, wo ich, das habe ich jetzt auch gar nicht gesagt, ich habe ja erstmal nur gesagt, wir haben da diesen Entwurf, auf den wir warten. Das heißt aber auch für die Zivilgesellschaft und andere Stellen, die damit befasst sind, dass jetzt der Moment ist, nochmal Druck zu machen. Jetzt erwarten wir diesen Aufschlag. So, also das ist vielleicht auch nochmal gut zu wissen, dass man versucht, sowohl in der öffentlichen Debatte oder auf Fachebene oder, also ehrlich gesagt, in die Politik und Verwaltung rein, wo immer es geht, zu sagen, wir warten auf diesen, also diese Reform muss kommen. So, das ist etwas, was, glaube ich, alle machen sollten und können. Das Zweite ist, glaube ich, dass sich jetzt tatsächlich alle, wenn sie es nicht schon haben, schon in Stellung gebracht haben, um ihre wichtigen Punkte klar zu zonen, weil das wird jetzt, also vorausgesetzt, dass es bald losgeht, werden wir dann ein Zeitfenster haben von ein paar Monaten mal gucken, wie lang, das kann man noch nicht genau sagen, aber auf jeden Fall wird es mindestens ein paar Monate dauern, in denen verhandelt wird. Natürlich vor allem hinter den Kulissen, mein Eindruck ist, aber das bezieht sich jetzt nicht auf hier, auf den Raum, auf die Expertinnen, die hier am Tisch sind, aber insgesamt, dass das Thema politische Advocacy etwas ist, wo viele bei uns in Deutschland noch viel lernen können, sozusagen mit wem spreche ich wann, welche Papiere schicke ich wohin. Ich kann nur sagen, dass wir auch als Antidiskriminierungsstelle grundsätzlich anbieten, wir haben ganz viele Informationen, also die Evaluierung sowieso, aber dass wir sind auch qua Gesetz Partnerin an der Seite der Zivilgesellschaft. Die zivilgesellschaftliche Meinung mit reinzuholen, ist unser gesetzlicher Auftrag. Insofern sind wir auch da, um da zusammenzuarbeiten. Jetzt, das war noch keine Antwort auf deine Frage. Was ist das Wichtigste? Es fällt mir immer noch schwer, das in ein paar Sekunden zu sagen, so Punkt 1, 2, 3, weil es einfach so, so viel ist, was mir auf der Leber brennt oder was man so sagt. Sagt man nicht, ne? Egal, ihr wisst, was ich meine. Auf der Seele brennt. Genau, auf der Seele brennt und die Leber drückt oder so ähnlich. Wie auch immer. Also wir brauchen natürlich steht im Raum auch ganz viel Prosa oder Begrifflichkeiten, AGG-Merkmale erweitern. Aber ein wichtiger Bereich, und darum wird es auf jeden Fall, muss es auch, finde ich, in der öffentlichen Debatte gehen, ist die Aufweitung auf das Thema der Anwendungsbereich Diskriminierung durch öffentliche Stellen. So, das ist nach wie vor interessant, dass der Staat da von Unternehmen beim Zugang zu Dienstleistern und Gütern mehr verlangt und klarer reguliert als bei sich selbst. Das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Ich weiß nicht, warum das so lange durchgegangen ist, aber das muss man, glaube ich, sehr klar einfordern. Dann ist natürlich dieses Thema, das ist sehr juristisch, ich glaube aber, hier sind fast alle, weiß ich nicht, sonst fragt nochmal nach. Ich werfe es jetzt nur kurz rein, weil ich musste auch erstmal lernen, was genau es bedeutet. Aber die Streichung der Massengeschäfte wird auf jeden Fall einen großen Effekt haben. Also dass
es nicht mehr unterschieden wird nach Diskriminierungsschutz bei Massengeschäften und dann aber bei Nicht-Massengeschäften. Und Nicht-Massengeschäfte ist zum Beispiel die Vermietung von Wohnungen, glaube ich, unter 50 Einheiten. Das heißt, die meisten oder eine große Menge an Wohnungen in Deutschland können unter Hinnahme von Diskriminierung vergeben werden. Das ist ein Riesenproblem. Dann, was die Befugnisse der ADS angeht, ich war vor kurzem, und ich höre dann auch gleich auf, ich will gar nicht so lange reden, aber ich war vor kurzem bei Equinet, das ist der europäische Zusammenschluss der Antidiskriminierungsstellen. Das war insofern interessant, als dass ich viel Argumentation dazu bekommen habe, warum wir auch mehr Personal brauchen. Wir sind mit 36 Planstellen auf unter dem Niveau von Albanien. Warum nenne ich Albanien? Erstens, weil es bei den Leuten irgendwie funktioniert, als oh, das hätte ich nicht gedacht. Und zweitens, weil es eben nicht ein EU-Staat, also kein EU-Staat ist. Und die haben 32 Menschen für 2,8 Millionen. Wir haben 36 Planstellen für 82 Millionen Menschen. Also so sind ein bisschen die Relationen. Das funktioniert dann auch bei den meisten, dass sie sagen, ah, okay, 36 klingt erstmal ganz viel, aber dann, wenn man überlegt, wofür sind wir alles zuständig, 6 Merkmale, 82 Millionen Menschen, 3 gesetzliche Aufträge und dann noch viele weitere und so weiter. Wir hätten gerne, weil wir bisher nur rechtliche Erstberatung machen können und gütliche Einigungen erzielen können, Klagerecht für die ADS, für uns selber. Wir würden gerne als Schlichtungsstelle funktionieren. Und wir hätten natürlich gerne ein Verbandsklagerecht. So, das sind die Standpunkte, die wir ganz klar vertreten. Ich muss an dieser Stelle noch sagen, bevor ich zum Verbandsklagerecht komme, es ist gerade eine EU-Richtlinie, die am 9. Dezember, 7. Dezember, 7. Dezember von der Kommission auf den Tisch gelegt werden soll, zu Mindeststandards, die dann Antidiskriminierungsstellen betreffen würde. Das würde uns sehr, sehr helfen, wenn die da wäre, wenn das alles so klappt, weil wir dann noch mal rechtlich bindend eben solche Befugnisse. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, ob das dann da drin steht. Wir hoffen es sehr. Aber das ist so die Gemengelage, auch diese EU-Richtlinie, wenn es irgendwie Möigkeiten gibt, dass ihr alle im Hinterkopf haben, die gilt es auch im politischen Feld zu unterstützen, einzufordern, dass Deutschland da nicht wieder blockiert. Genau, vielleicht so. Ja. Ja, vielen Dank. Das gibt, glaube ich, schon mal einen ganz guten Einblick. Und ich finde auch nochmal wichtig, dass du die Massengeschäfte angesprochen hast. Das betrifft viele Bereiche, wo sozusagen massenhaft Verträge abgeschlossen werden. Das betrifft auch Kaufverträge oder so, die durch Unternehmen massenhaft abgeschlossen werden. Es gibt verschiedene Versicherungsverträge, wo es auch Ausnahmeregelungen im AGG gibt. Und ich finde dieses Thema auch deswegen so wichtig, weil wir haben ja auch hier Vermieten und Verwohnen da. Und bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen haben wir ja auch das Problem, dass die nur so eine mittelbare Bindung über das Landesantidiskriminierungsgesetz haben, obwohl sie sind ja organisiert als Aktiengesellschaft und sonst etwas, also in einer privaten Form. Deswegen ist das AGG auf sie anwendbar. Aber sie sind ja eigentlich in mehrheitlicher Beteiligung von uns als Senat, also von der Regierung, also uns kann ich nicht sagen, weil ich bin nicht Teil der Regierung, sondern Teil der Koalition, aber vom Berliner Senat sozusagen. Und deswegen ist es eigentlich so ein bisschen nicht ganz unproblematisch, finde ich, weil letztendlich dort eigentlich die gleichen Maßstäbe gelten sollten, wie wenn es öffentliches Handeln wäre. Und da haben wir eine Vorschrift im LADG, aber da sind wir immer auch auf die Mithilfe dieser Organisation beispielsweise angewiesen. Und da wäre es umso wichtiger deswegen, dass das AGG reformiert wird, dann beispielsweise in diesem Bereich wir eben auch Verbandsklagerecht und die Verlängerung der Klagefristen und diese Themen haben, um da eben weiterzukommen. Jetzt komme ich aber zu einem anderen Bereich, beziehungsweise Judita kann auch zu all diesen Bereichen natürlich was sagen, aber genau, meine Frage wäre jetzt an dich,
Welche, also es ging jetzt viel auch um prozesshafte Fragen und um Befugnisse, Verfahrensfragen. Und ich würde gerne auch nochmal zurückkommen auf Diskriminierungsmerkmale. Also wo bestehen da Lücken? Welche Lücken siehst du im Hinblick auf Diskriminierung von Menschen mit Behinderung beziehungsweise Ableismus beim AGG, auch im Hinblick beispielsweise auf UN-Behindertenrechtskonvention, aber eben, also welche Forderungen kommen da auch aus den Communities, was muss im AGG dann noch verändert werden. Gerne aber auch zu den anderen Themen. Genau. Ja, also vor allem die UN-Behindertenrechtskonvention muss einfach mal in Gesetze umgewandelt werden, seit 2009. Das ist eben immer noch nicht passiert. Und wenn das so wäre, dann müsste ich gar nicht hier sein. Dann wäre ich eben gleichberechtigt und würde nicht diskriminiert werden aufgrund der Behinderung. Dann muss eben auch wirklich in der Sprache etwas verändert werden, natürlich. Also es darf nicht mehr von Benachteiligungen gesprochen werden, sondern von Diskriminierungen. Und nochmal, auch in der UN-Behindertenrechtskonvention stehen ja die angemessenen Vorkehrungen. Also das ist ja ein Begriff, der wirklich da die ganze Zeit in vielen verschiedenen Kapiteln steht und einfach besagt, was zu tun ist und dass es eben kein Schlupfloch mehr gibt, auch für die Privatwirtschaft. Und das ist eben immer auch noch nicht umgesetzt. Und wo halten wir uns auf? Also nicht in Behörden, sondern eher in der Privatwirtschaft. Im Café, im Kino, wie auch immer. Ich kann jetzt eher jemanden der Diskriminierung bezichtigen, wenn jemand etwas über mich sagt, im Friseursalon oder so. Aber wenn ich gar nicht reinkomme, um mir die Haare schneiden zu lassen, das kann ich gerade eben nicht anmahnen. Und das ist irgendwie falsch. Ja, genau. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt und auch was, wo ich beispielsweise erleichtert war, als ich ins Abgeordnetenhaus gekommen bin und dann mir am Anfang gleich gesagt wurde, dass das Haus barrierefrei ist, weil das ist ja leider nicht nur bei den Privaten noch lange nicht der Fall, sondern ehrlicherweise müssen wir auch zugeben, dass die öffentlichen Einrichtungen auch nicht barrierefrei sind in großen Teilen. Da kann jetzt Sarah ja ein Lied von singen, aber das AGH zumindest ist barrierefrei. Das sollte es auch sein, denke ich, als Parlament. Ja, vielen Dank erstmal für deine Hinweise und ich würde jetzt direkt weitergeben an Eva Maria. Und vielleicht bleiben wir so ein bisschen bei den Diskriminierungsmerkmalen, aber gerne auch sozusagen darüber hinaus. Aber was sind so die Herausforderungen, Grenzen der Anwendung des AGGs, die bei Beratungsfällen eben bekannt geworden sind? Ihr seid ja praktisch so das Dach und kriegt ja immer zurückgespiegelt, was sind jetzt so die wichtigen Themen und wie können Betroffene besser unterstützt werden und welche Empfehlungen sind aus deiner und aus eurer Sicht an die AGG-Reform zu richten? Genau. Und was mich auch noch interessieren würde, das schiebe ich gleich so nach, wie werden eigentlich Antidiskriminierungs- und Gleichstellungskonzepte, die der Antidiskriminierungsverband ja anbietet, von AkteurInnen, die im Anwendungsbereich des AGG sind, beispielsweise von Arbeitgebern oder so, angenommen? Wie ist das in verschiedenen Branchen? Also was ist da eigentlich so das, was euch zurückgespiegelt wird? Und wie bereit sind die AkteurInnen eigentlich, das auch aufzunehmen, was ihr ihnen empfehlt, sage ich jetzt mal? Ja, dann vielen Dank. Viele Fragen, wichtige Fragen. Ich spreche aus der Perspektive als Dachverband oder Vertreterin des Dachverbandes der unabhängigen Antidiskriminierungsberatungsstellen. Vielleicht kurz zu uns, um das so ein bisschen einzuordnen. Es gibt seit zum Teil schon 30 Jahren Antidiskriminierungsberatungsstellen in Deutschland, also Stellen, die Menschen beraten, die Diskriminierung erfahren haben. Und in den letzten Jahren auch zunehmend, erfreulicherweise zunehmend. Und 33 von ihnen sind bei uns, dem Antidiskriminierungsverband Deutschland, eben vertreten. Und aus dieser Erfahrung dieser Mitgliedsorganisation, dieser Beratungsstellen kann ich sozusagen sprechen und sagen, wie erleben Menschen Diskriminierung, wie erleben Menschen, wie sie ihre Rechte durchsetzen können oder auch nicht durchsetzen können, wie Arbeitgebende oder auch Dienstleistende sozusagen auch auf Diskriminierungsbeschwerden reagieren. Was sind sozusagen die Probleme auch vor Gericht bei der Rechtsdurchsetzung etc. etc. Also aus der Perspektive kann ich eben berichten. Und
vielleicht auch noch mal vorweg. Wir haben natürlich intern uns auch jetzt noch mal über die AGG-Reform, die ansteht, erstmal sehr gefreut, weil tatsächlich seit Anbeginn des Bestehens des Verbandes haben wir eine Reform sozusagen immer wieder gefordert, weil auch sehr früh klar geworden ist, dass das jetzige Gesetz in der Form so viele Lücken hat und so schwer durchsetzbar ist, dass es einfach nicht ausreicht. Ja, es ist nicht wirklich effektiv und das ist etwas, was sozusagen die Kolleginnen in den Beratungsstellen, die Betroffenen erleben, aber ja auch schon eben, wie auch gesagt worden ist, ja auch durch die Evaluation und durch zahlreiche andere Organisationen immer wieder moniert worden ist. Und deswegen ist es toll, dass es jetzt passiert, dass es jetzt tatsächlich diese erste Chance nach 16 Jahren gibt, dieses Gesetz zu reformieren. Und wir hoffen, dass das jetzt auch umfassend passiert, haben aber auch Sorge, dass es sozusagen auch nur ein kleiner Entwurf wird und die großen, großen Dinge nicht wirklich angegangen werden. Und dafür, das hat Ferda auch gesagt, braucht es natürlich auch den Druck der Zivilgesellschaft und auch Lobbyarbeit dafür. Das ist absolut richtig. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass die Beratungsstellen, unsere Kolleginnen beispielsweise und auch wir selbst in der Organisation mit so vielen anderen Themen auch beschäftigt sind, dass das häufig an vielen Stellen auch wirklich zu kurz kommt. Das sehen wir tatsächlich. Aber wir haben diese spezifische Expertise aus der Beratung, die wir jetzt auch wirklich weitergeben wollen für die AGG-Reform und nochmal auch den Druck machen wollen, was da genau verändert werden muss aus Sicht dieser Beratung und der Betroffenen. Und wir freuen uns auch, dass wir in einem Projekt jetzt auch diese zivilgesellschaftlichen Stimmen versammeln und mit einer gemeinsamen Stellungnahme auch nochmal uns an die Politik und die Akteure, die auch federführend sind in dieser Reform, wenden wollen, mit den großen Themen auch sozusagen, die wir verbandsübergreifend auch sehen in dieser Reform. Also es gibt sicherlich jede Community, jede Organisation hat nochmal sicherlich einen Blick auf seine Spezifika. Also sagen wir mal, es gibt natürlich ganz spezifische Themen von Menschen mit Behinderung, zum Beispiel das Thema angemessene Vorkehrung ist jetzt hier genannt worden. Und es gibt nochmal das Thema, welche Diskriminierungsmerkmale müssen hier erweitert werden? Wo sind Schutzlücken, die geschlossen werden müssen? Und da ist, glaube ich, jede Organisation noch aufgerufen, da tatsächlich nochmal zu sagen, wo sind die Spezifika, die hier geändert werden müssen? Aber es gibt darüber hinaus auch von allen Verbänden getragene Forderungen, verbandsübergreifende Forderungen, die wir hier nochmal stark machen müssen. Und die Stichpunkte sind eigentlich hier auch genannt worden. Angefangen damit, dass Menschen in die Beratung kommen und über Diskriminierung berichten und man feststellen muss, dass das sozusagen nicht unter den rechtlichen Diskriminierungsschutz fällt, weil dieser Anwendungsbereich eingeschränkt ist. Das wurde auch schon genannt. Also es geht im AGG eben um Güter und Dienstleistung und Arbeitsbereich. Dieser staatliche Bereich ist komplett rausgenommen. Ja, das heißt, es muss eine Erweiterung des Anwendungsbereichs geben. Darüber hinaus ist eben das Problem, dass eben nicht alle Diskriminierungsgründe aufgenommen worden sind, dass es einen abschließenden Katalog gibt und dass eben auch da Schutzlücken bestehen. Also beispielsweise bei chronischer Krankheit oder auch bei Gewicht, soziale Herkunft, auch das ist bekannt. Das sind ja viele Dinge, die ja auch im LRDG sozusagen übernommen worden sind. Also wir können da auch ganz viel an das LRDG sozusagen anlehnen und sagen, also ähnlich wie im AGG muss es eben diesen Erweiterung des Diskriminierungskatalogs geben. Im zweiten Schritt ist, also sagen wir mal, in der Beratung wird festgestellt, aha, es gibt einen Anwendungsbereich, es gibt einen Diskriminierungsschutz, das AGG ist anwendbar, sind wir noch lange nicht durch, sondern wir müssen die Diskriminierung ja auch beweisen. Ja, und das ist immer wieder sozusagen das Nadelöhr, durch das wir müssen, die Diskriminierung zu beweisen. Und es ist natürlich so, dass in den meisten Fällen nicht offensiv diskriminiert wird, sondern dass das verdeckt passiert. Und wie können Betroffenen dann Diskriminierung beweisen? Ja, dafür haben wir die Beweiserleichterung. Ja, die muss auch nochmal spezifiziert werden. Die Indizienregelung auch nochmal klargestellt werden, dass diese Vermutungsregelung sich auf alle Tatbestände bezieht, nicht nur auf die Kausalität zur Diskriminierung. Es muss aber auch nochmal klargestellt werden, beispielsweise, dass Testing auch ein Instrument ist, um Diskriminierung nachzuweisen. Und wir müssen auch über Auskunftsansprüche sprechen. Also weil letztendlich die Informationen, die dazu führen, dass ich beweisen kann, dass ich diskriminiert worden bin, liegen auf der anderen Seite. Die liegen nicht bei uns in der Regel. Ja, so. Also da muss nachgeschärft werden. Gehen wir davon aus, dass auch das gelingt sozusagen. Ich kann es nachweisen oder ich habe Indizien.
die Diskriminierung sozusagen auf die Diskriminierung hinweisen und es dreht sich die Beweislastumkehr, stehen wir dann immer noch häufig vor dem Problem, dass die Betroffenen dann selber klagen müssen. Also die müssen eine Klage einreichen. Und das ist der Punkt, wo ganz viele sagen, selbst in Fällen, ja, wo wir in der Beratung sagen können, wir sind schon weiter als in vielen anderen Stellen, weil wir haben hier Indizien, wir haben hier einen rechtlichen Diskriminierungsschutz, wir haben hier Indizien, sagen viele, nein, das mache ich nicht, das schaffe ich nicht, ich habe nicht das Geld, ich habe nicht die Zeit dafür, das ist auch zu aufwühlend, ja, und immer noch mit so vielen Risiken behaftet. Ja, wir wissen ja auch, wie Diskriminierung vor Gericht verhandelt wird. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, da braucht es eine Möglichkeit, der Verbände zu klagen, entweder in Prozessstandschaft, sozusagen in Abtretung der Rechte, oder eben in Fällen, wo es auch keine Betroffenen gibt, wo wir sozusagen auch Fälle haben, wo auch klar diskriminierende Praxen und Strukturen sichtbar sind, aber keine betroffene Person, die dagegen klagen möchte, braucht es einfach Institutionen, die klagen. Und das können Verbände sein, wenn sie entsprechend ausgestattet sind. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Die müssen dann auch wirklich die Möglichkeiten haben, das auch durchzusetzen. Das kann auch und auch andere Institutionen wie die ADS sein. Es braucht aber starke Institutionen, die das am Ende auch tun. Ja, und die auch die personellen und finanziellen Mittel haben. Ja, also das sind, denke ich, so ganz zentrale Punkte, die wir in der Beratung immer wieder sehen. Großer Punkt natürlich, ich habe mit den Kolleginnen noch mal im Vorfeld gesprochen, da hat sich ja auch seit Jahren nichts geändert, die Fristenregelung. Also 2 Monate haben Menschen Zeit, ihre Ansprüche geltend zu machen, wenn sie diskriminiert worden sind. Das ist nichts. Ja, so, und es war eigentlich, gab es schon den Beschluss, das auf 6 Monate zu erweitern. Ich denke, auch 6 Monate sind noch zu kurz. Wir müssten auf mindestens 1 Jahr kommen. Und es ist überhaupt nicht erklärbar, warum hier so eine kurze Geltungsmachungsfrist überhaupt jemals benannt worden ist. Also warum das überhaupt, also das ist ja sozusagen schon eine Hürde von vornherein in das Gesetz formuliert worden. Und das muss auf jeden Fall weg. Überhaupt zur Sache der Geltendmachung. Ich weiß gar nicht, wie vielen das hier bekannt ist. Ich meine, hier sitzen, und ich freue mich total, viele Weggefährten zu sehen aus der Beratung und aus der Arbeit. Und ich weiß, hier sitzen viele, aber es sind ja auch noch andere vielleicht da. Die wissen es vielleicht nicht. Wenn ich diskriminiert worden bin, habe ich 2 Monate Zeit, meine Ansprüche geltend zu machen. Wenn ich das nicht innerhalb dieser 2 Monate tue, dann kann ich noch so viel Recht haben. Also ich kann noch so gute Beweise haben. Ja, es kann ein noch so starkes Diskriminierungsverbot geben und Ansprüche haben. Ich kann nicht mehr klagen. Ja, also das klingt absurd, aber so ist es gerade. Das heißt, Betroffene müssen ganz schnell reagieren. Ja, und das können sie in der Regel nicht. Und dafür brauchen sie auch gute Unterstützung. Das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, der bisher auch in der Evolution kam das schon auch vor der ADS, aber dass für diese Arbeit, also diese Unterstützung und Beratung von Betroffenen, braucht es eben nicht nur die Klagerechte, sondern es braucht auch die Beratungsstellen. Ja, und wir freuen uns, dass gleichzeitig mit der im Koalitionsvertrag verankert worden ist, dass es eine Reform des AGGs geben soll und gleichzeitig auch angekündigt worden ist, dass es einen Ausbau der zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen geben muss. Und wir sagen immer, das gehört zusammen. Also sowohl die AGG-Reform als auch der Ausbau der Beratungsstellen müssen wirklich Hand in Hand gehen, weil ein Gesetz alleine wird nicht ausreichen, sondern es braucht die Unterstützung durch die Zivilgesellschaft, durch Expertinnen im Feld. Und wir sehen gerade im Bereich Rassismus beispielsweise, dass es doch erstaunlich wenig Klagen gibt in den letzten Jahren. Ja, und das deutet wirklich noch mal sehr darauf hin, dass es da eben verstärkte Instrumente braucht, ja, wie Klage, Verbandsklagen, aber auch noch mal beraterische, zivilgesellschaftliche Unterstützung. Jetzt habe ich sehr viel erzählt, versucht alles ein bisschen zusammenzufassen, aber genau, vielleicht für den Anfang. Ja, ich glaube, das war total aufschlussreich und ich glaube, da können wir jetzt auch total gut anknüpfen mit Saraya, weil so ein paar Punkte, die du auch gesagt hast, also mit der Klagefrist, was mir auch immer auffällt, ist, also ich habe oft mit Geflüchteten zu tun, die beispielsweise Diskriminierung von Ausländerbehörden erleben oder eben von Sozialämtern und so weiter, aber sich dann nicht zeitnah beschweren wollen gegen diese Person oder sich dann auch nicht an die Ombudsstelle beispielsweise wenden wollen, weil der
Sachverhalt, der bearbeitet wird, sozusagen noch von dieser Person bearbeitet wird und die Menschen dann natürlich Angst haben, dass sich das negativ auf die Erteilung eines Aufenthaltstitels beispielsweise auswirkt, weil die Sachbearbeiterinnen haben ja auch ein Stück weit ermessen. Und insofern genau das Gleiche beim Jobcenter oder bei den Sozialämtern der Bezirke oder so. Und deswegen ist es eben wichtig, dass diese Klagefristen wirklich ausgeweitet werden. Und im LADG, da kannst du ja gleich mehr zu sagen, da ist es ja dann so, dass man, wenn ich heute diskriminiert werde, Jahresende und dann noch ein Jahr drauf habe und dann ist der Fall vielleicht nicht mehr bei dieser Person, der sachbearbeitenden Person, dass dann vielleicht auch einige Zeit später sich Menschen dann trauen, noch ihre Diskriminierung sozusagen einzureichen. Deswegen würde mich interessieren, oder ist glaube ich auch hier für alle interessant, was sind denn die Erfahrungen mit dem LADG hier in Berlin und was würdest du sozusagen dafür Rückschlüsse ziehen, wo du sagst, also wir haben hier diese und jene Erfahrung gemacht und deswegen ist es besonders wichtig, dass das AGG diese und jene Punkte aufnimmt beispielsweise und genau, wir hatten ja jetzt auch beispielsweise, was den Umgang mit den Gerichten oder so angeht, falls du dazu was sagen magst schon, weil es gibt ja insgesamt immer sehr wenig Klagen, also zumindest hier, was das LADG betrifft. Und wir haben ja auch manchmal dann, also wir hatten jetzt auch den Plansche-Fall sozusagen, wo eine Frau, die mit unbekleidetem Oberkörper auf einem Wasserspielplatz sich aufhielt, dann von der Polizei aufgefordert wurde, sich zu bedecken oder zu gehen. Und diese Diskriminierung gegenüber männlichen Personen praktisch, die haben dann keinen Verweis erhalten. Und da hatten wir eher eine enttäuschende Entscheidung sozusagen vom Gericht, obwohl die Ombudsstelle im Sinne der Frau befunden hat, ist das dann von den Gerichten anders eingeordnet worden. Also im Hinterkopf dieser verschiedenen Problematiken, die sich ergeben haben, was würde aus deiner Perspektive besonders wichtig sein, dass das im AGG von Anfang an richtig gemacht wird oder wo da Lücken sind aus deiner Sicht? Also als allererstes ist, glaube ich, zu sagen, dass sich die Aufregung nicht so richtig lohnt, die Berlin durchmachen musste im LADG. Erin Ünsal kann sicherlich viel davon erzählen im Vorfeld, was hier vermutet worden ist, was alles eintreten wird und was alles nicht eingetreten ist. Und wir sehen das jetzt auch ein bisschen widergespiegelt in den Diskussionen in anderen Bundesländern, wo es auch inzwischen Initiativen für entsprechende Landesantidiskriminierungsgesetze gibt. Das ist vielleicht mal schon vorab, also die Fluten, die ne, so beschrieben worden sind, werden ja immer Wellen und so weiter. Es gibt ja ähnlich wie bei Migration so bestimmte Bilder, die dann berufen werden. Die können wir alle nicht feststellen. Gleichwohl wird die Ombudsstelle sehr viel genutzt. Also seit sie gibt, sind es 1120 Mal wurde sich an die Ombudsstelle gewendet. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil du das gerade gesagt hast, macht das die zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen in keinster Weise weniger wichtig, sondern wir sehen, die sind eben in der Kopplung ebenso wichtig, weil eine entsprechende Stelle auch nicht in der Form begleiten kann, wie das solche Stellen könnten oder wie es vielleicht irgendwann eine ADS könnte oder ähnliches. Das wird nicht möglich sein. Deswegen braucht es sozusagen diese beiden Seiten. Ganz viel ist schon genannt worden. Ich glaube, die Fristen sind ein Punkt. Wir denken jetzt ja schon eher an die Novelle des LADGs und sozusagen, wo müssten wir da eigentlich noch wesentlich weitergehen. Der Merkmalskatalog ist auch schon angesprochen worden. Hier würde ich auf das Wort insbesondere verweisen, was ganz wichtig ist, weil es dann einen offenen Merkmalskatalog bezeichnet. Das Verbandsklagerecht ist schon genannt worden und eben dann auch nochmal die Frage, wenn das AGG nicht erweitert wird um bestimmte Bereiche, dann müsste es eben sowas wie ein Bundesantidiskriminierungsgesetz geben, analog sozusagen. Und auch da wieder vielleicht aus den Erfahrungen, eine Beweislasterleichterung oder so könnte man aber eigentlich, auch hier denke ich wieder in der Novelle, könnte man eben auch noch mal weiterdenken. Es war ja von Anfang an schon mal von der Beweislastumkehr die Rede.
Und das würde ich hier dann vielleicht eher einbringen und gleichzeitig auch nochmal, alles ist schon gesagt worden, deswegen lasse ich es vielleicht, mache ich das kurz, welche Rechte haben bestimmte Stellen, Interventionsrechte, Auskunftsrechte etc. etc. Und auf der Bundesebene wäre dann eben auch noch ein Punkt, wie arbeiten dann eigentlich Bund und Länder zusammen und wie findet auch ein Informationsfluss statt? Vielleicht dazu, wir haben versucht, auf der JustizministerInnenkonferenz einen Antrag einzureichen zur AGG-Novelle, haben den wieder zurückgezogen, weil es keinerlei Mehrheit, also schon im Vorfeld, bevor er überhaupt sozusagen ordentlich eingebracht worden ist, gibt es verschiedenste Runden vorher, wir da keine Mehrheit mit unserem Ansatz bekommen hätten, und das kann dann negative Auswirkungen haben, ne? Wenn man einen negativ beschiedenen Antrag hat, dann kann das auch manchmal eher negative Auswirkungen haben. Aber es haben auch andere Bundesländer, Hamburg hat dann auch nochmal einen anderen Antrag eingereicht, aber auch der hat da noch nicht die Hürde geschafft, sozusagen. Also da ist eben, glaube ich, noch viel Kommunikation notwendig und auch dann von unserer Seite eben das Herantreten an andere Kolleginnen aus anderen Bundesländern, um sich im Vorfeld eben schon mal auseinanderzusetzen. Gleichwohl wird Berlin nächstes Jahr die JustizministerInnenkonferenz ausrichten. Und auch da ist nochmal ein Punkt, abgesehen jetzt von der Bundesratsinitiative, die du ja schon, die dann eher aus der Legislative kommt, sozusagen als ein Auftrag. Jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage. Okay. Also vielleicht lasse ich es erstmal kurz da. Achso, das war noch so was die Erfahrungen hier sind mit den Gerichtsverfahren. Achso, ja genau. Also da setzen wir gerade an unter, glaube ich, so eher der großen Frage auch innerhalb unserer Verwaltung, Zugang zum Recht in allen verschiedenen Dimensionen. Also ist es überhaupt verständlich? Die juristische Sprache ist sehr spezifisch. Woher soll ich unbedingt wissen, dass insbesondere dann bedeutet, dass es ein unabgeschlossener Merkmalskatalog ist? Also es gibt eine spezifische Fachsprache. Das ist nicht sozusagen um Rechte überhaupt ja, für sich in Anspruch zu nehmen, muss man die eben auch, das muss man ja verstehen können, man muss das lesen können, das ist ähnlich wie bei Gebrauchsanweisungen. Und unter dieser Frage gehen wir halt auch, weil bei uns ja das auch das gemeinsame juristische Prüfungsamt von Berlin und Brandenburg ist, gibt es die ersten Schulungen jetzt zum LADG, es hat etwas gedauert, gleichzeitig Auseinandersetzungen auch mit ReferendarInnen, Frauenvertretungen etc. der ReferendarInnen zur Frage, wie ist eigentlich der Wunsch der Gestaltung des Referendariats eben nochmal mit bestimmten Themen. Da wird sehr stark zurückgemeldet, dass zwar begrüßt wird, dass über Paragraph 5a jetzt NS-Unrecht und DDR-Unrecht in der Ausbildung ein Teil ist, aber dass es den ReferendarInnen eigentlich nicht ausreicht und dass auch diese Argumentation, das ist natürlich alles sehr voll, also diese Ausbildung ist sehr, sehr hart. Wenn ich die ReferendarInnen vor unserer Tür sehe, dann kann man das, glaube ich, nicht anders sagen. Und dann die Fülle sozusagen, da wird dann oft mit der Fülle argumentiert, so dass eigentlich nichts Neues mehr rein könne. Und gleichzeitig haben aus vielen Runden auch mit unterschiedlichen Initiativen, juristischen Vereinen etc. war dann schon nochmal die Rückmeldung, auch zu gucken, okay, wobei kann man aber vielleicht ansetzen, schon mal mit einem weiteren Modul, was dann aus sozusagen diesen zwei schon verpflichtenden Modulen eben auch nochmal eine Auseinandersetzung mit Halle, Hanau, NSU, Lichtenhagen etc. etc. also ermöglicht. Und das sind gleichzeitig auch hier zu gucken, wie können wir bestimmte Strukturen umgestalten, damit, also zum Beispiel, das hört sich jetzt banal an, hauptamtliche AG-Leitungen einzurichten, damit
bestimmte Themen eben auch nochmal anders in der juristischen Ausbildung gesetzt werden. Gleichzeitig, da hört es dann beim Referendariat, also wir sind nicht für die Universitäten zuständig, das ist dann die Wissenschaftsverwaltung. Wir sind an die Wissenschaftsverwaltung herangetreten, die auch da ganz offen ist und hoffen, dass wir dann in Austausch kommen, auch eben mit entsprechenden Fakultäten, um da eben auch nochmal in Austausch zu gehen. Und das haben wir auch in verschiedenen Settings gemacht. Aber da ist noch ein, also im halben Jahr könnte ich hoffentlich noch ein bisschen mehr sagen. Wir sind da gerade noch am Anfang der Gestaltung. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben schon ganz viele verschiedene Eindrücke jetzt in der ersten Runde sozusagen bekommen. Und das ist ja so eine Bandbreite an Themen. Und gleich werden wir, wenn wir das öffnen, sicher auch noch verschiedene andere Aspekte hören. Ich würde jetzt noch mal auf einen Aspekt versuchen, zurückzukommen, der überall schon mal so ein bisschen geklungen ist. Also einerseits haben wir natürlich durch diese Erfahrung mit der JustizministerInnenkonferenz und auch was wir so ein bisschen gehört haben, hab ich auch persönlich die Sorge, dass das vielleicht nur ein Reformchen wird. Umso wichtiger, wir geben nichts auf, sondern sozusagen, dass der öffentliche Druck gerade jetzt sozusagen besonders hoch gehalten wird und die ganzen Verbände nochmal ganz stark machen ihre Forderungen, damit es eben nicht ein Reformchen wird, sondern wirklich eine umfassende Reform. Was aber, finde ich, auch immer noch so eine wichtige Diskrepanz ist, ist zum einen, was auf dem Papier steht sozusagen, aber was dann tatsächlich umgesetzt wird in der Praxis. Und da würde mich nochmal interessieren, vielleicht mögt ihr dazu auch nochmal was sagen, wie oder wer hier vorne noch was dazu sagen möchte, aber vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, Ferda, wie sozusagen das angenommen wird von Wirtschaft, beim LADG sind es dann Behörden, aber wie ist eigentlich das Interesse sozusagen, da kannst du vielleicht auch noch mal was zu sagen, von ArbeitgeberInnen, von AkteurInnen, die praktisch diskriminieren oder in deren Organisation Diskriminierung stattfindet und mit welchen Widerständen müssen wir da auch rechnen und was sind sozusagen so ein bisschen Strategien, um diese Widerstände, das ist ja was, worüber du dir auch immer viel Gedanken machst und wir uns ja auch austauschen, aber auch mit anderen, auch mit Saraya, wie kann man sozusagen mit solchen Widerständen umgehen? Wir haben es ganz stark gehabt, als wir letzte Legislatur als damals noch Rot-Rot-Grün, jetzt Rot-Grün-Rot eingeführt haben, das LADG, was dann irgendwie für einen Widerhall in der ganzen Bundesrepublik kam, zum Teil positiv, aber leider auch zum Teil negativ und leider auch mit Fake News. Es gab nämlich keine Beweislastumkehr, sondern eine Beweiserleichterung und verschiedene Polizeigewerkschaften sich und konservative PolitikerInnen und in der Presse und überall sich geäußert haben, das wäre ja hier irgendwie Generalverdacht und was weiß ich nicht was, hat sich alles dann als anders herausgestellt, aber eine wahnsinnige Aufregung sozusagen. Deswegen würde mich noch mal interessieren, was sind sozusagen wie die Debatten und wie kann Mensch darauf sozusagen versuchen, Einfluss zu nehmen? Und ein weiterer Aspekt, ich stelle das jetzt gleich noch mit als Frage sozusagen, weil ich glaube, wir machen dann noch eine kurze Runde hier und dann öffnen wir, deswegen frage ich das jetzt noch mal gleich mit, ist, inwiefern berücksichtigt das AGG eigentlich schon Intersektionalität und Mehrfachdiskriminierung? Und wie ist die Erfahrung mit diesem Thema, inwieweit es überhaupt sozusagen Präsentes angenommen wird und mitgedacht wird? Ich würde einfach bei dir anfangen und dann gehen wir irgendwie so rum sozusagen vielleicht. Ja, wir Sozialheldinnen schulen ja sehr, sehr viele AkteurInnen, also Unternehmen, Filmproduktionen, JournalistInnen. Also es gibt die Anfragen, es gibt das Interesse, aber es darf auch nicht wehtun. Es gibt dann die Rollstuhlfahrerin, das kann man sich noch vorstellen. Okay, sie braucht eben einen Fahrstuhl. Aber was ist eigentlich mit schwerst mehrfach behinderten Menschen? Die finden dann nicht statt. Also es ist eine sehr, sehr große Aufteilung und es ist auch immer ein sehr, sehr großer Kampf von eigentlich uns behinderten Menschen selbst, auch immer wieder die Karte hochzuhalten, dass wir da sind und was wir brauchen. Und nie andersrum diese Frage eben, was braucht ihr, wie können wir den Raum hier euch öffnen? Und das ist eben ein ganz, ganz großes Problem, wenn man die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, eben diese Räume öffnen zu müssen. Genau, also
es ist wirklich noch sehr, sehr viel zu tun und es ist auch eine Ignoranz und eine Interessenlosigkeit bei vielen, vielen Menschen und bei der Gesellschaft. Es werden die Berührungsängste auch so ein bisschen vorgeschoben, was natürlich auch Gründe hat in Deutschland mit der Inklusion, die von Anfang an auch irgendwie geschafft werden muss, die vom Elternhaus teilweise auch abhängt bei angeborenen Behinderungen. Aber das können alles nicht Gründe sein. Also trotzdem hat ja die Gesellschaft die Aufgabe, das immer wieder mitzudenken. Ja, danke. Ich denke, dass richtiger, wichtiger Hinweis. Und jetzt kommen wir auch dann bestimmt zu der gesellschaftlichen Diskrepanz oder Reaktion, die du ja auch selber erleben konntest, was er auch mit vielen inhaltlichen Fragen eigentlich zu tun hatte. Aber genau, aber die Frage einfach geht an dich weiter zu beiden Themen. Okay, also mit dem, sozusagen mit dem Ball, den du jetzt rübergespielt hast, würde ich, also auf deine letzte Frage, wie relevant wird das AGG überhaupt wahrgenommen? Ne? Ja. Welcher Druck steckt sozusagen hinter dieser Reform und hinter dem Gesetz? Und da würde ich, wir haben eine Umfrage, ich glaube, es ist SÖB, das sozioökonomische Panel, da kam raus, dass 2/3 der Bevölkerung sagen, sie kennen das AGG. Wir werden im Januar nochmal Daten dazu bekommen. Es erschien mir etwas überraschend, dass nur 30%, also fast 70% der Bevölkerung wissen wollen, dass es ein Antidiskriminierungsgesetz gibt. Ich würde keine repräsentativen Fragen grundsätzlich in Frage stellen wollen, aber es ist doch sehr viel, ne? Sehr viel, ja. Ja, genau. Also kommt uns, glaube ich, allen viel vor. Aber wenn es stimmt. Ja, vielleicht will man aber auch in so einer Umfrage irgendwie nicht sagen, ich habe davon noch nie gehört. Also ich würde mal sagen, vermutlich braucht das AGG erstens noch Aufklärung. Ich kann nur sagen, und das meine ich mit dem Ball, den du rübergespielt hast, in der Debatte um meine Nominierung, auf die ich nicht an sich eingehen will, aber da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass irgendwie die AGG-Merkmale präsent sind, die Verbände, die hinter diesen Themen stehen oder die einzelnen Aspekte und dass es irgendwie wirklich um Antidiskriminierung ging, sondern eher darum, wer hat mal Walden was gesagt. Diese ganze öffentliche Debatte um, was darf man noch sagen, Worte, Begrifflichkeiten, Einzelfälle von jemand hat jemanden irgendwie mal rassistisch angegangen oder so. Aber dass sozusagen rechtliche Diskriminierung im Sinne des AGG oder anderer Rechtsanwendungen verstanden und bekannt sind, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Und das ist tatsächlich schade. Ich glaube, dass das AGG, wenn es denn stärker ist und wenn es mit Beratungsstellen, also da hat Eva vorhin einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, also A, wir haben ein Antidiskriminierungsrecht, das die Menschen in Deutschland kennen. B, sie wissen, dass sie sich Beratung holen können. Und dann wissen Sie, dass Diskriminierungsschutz in Deutschland wichtig genommen wird. Diese Kombination halte ich für eine sehr wichtige gesellschaftspolitisches Instrument. So. Gerade in Zeiten, wo wir ganz viel sprechen über, was hält diese Gesellschaft zusammen, wo gibt es Probleme, Konflikte, Spaltungen etc., würde ich sagen, das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber ich finde, das AGG ist so ein bisschen die Straßenverkehrsordnung des öffentlichen Miteinanders. Und in diesem Sinne ist es ganz wichtig. In diesem Sinne ist es aber auch wichtig, dass das Gesetz ernst genommen wird und verstanden wird und eben so gewisse Leitlinien setzt. Dass man eben weiß, es ist verboten, ich muss es mir nicht gefallen lassen, aber auch ich darf bestimmte Dinge nicht tun. So. Jetzt habe ich aber deine eigentliche Frage war... Nee, wie das auch angenommen wird, beispielsweise von Arbeit gegen Wirtschaft und wie man strategisch mit Gegenbewegungen sozusagen umgehen kann. Also ich würde mal so sagen, wie es angenommen wird, ehrlich gesagt, es wird von denjenigen, die es dann umsetzen müssen, also zum Beispiel von ArbeitgeberInnen am Ende, natürlich angenommen und... das ist jetzt je nach Größe, aber also natürlich gibt es auch Beschwerdestellen, von denen niemand was weiß. Und es gibt auch Beschwerdestellen, die es nur offiziell gibt, die es aber eigentlich nicht gibt und, und. Es gibt aber auch, das muss man auch sagen, viele Unternehmen, die inzwischen oder vielleicht auch schon nicht nur inzwischen, aber doch eher inzwischen Berührungsängste abgelegt haben, die das wirklich umsetzen, die das manche bei großen Unternehmen, insbesondere wenn sie international arbeiten müssen, sogar deutlich weiter über das AGG hinausgehen. Also nicht nur das Nötigste machen, sondern versuchen. Jetzt hast du aber den wichtigen Punkt schon gesagt, das ist immer, wenn es nicht wehtut, wenn es irgendwie nach Diversity aussieht, wenn es positiv ist, so
das macht man gerne. Es gibt natürlich alles, also ich würde sogar sagen, es geht nicht nur ums Wehtun, es geht vor allem ums Kosten. Und dann haben wir nämlich genau den Punkt, den du angesprochen hast, die angemessene Vorkehrung, also dass man sozusagen per se Zugang zu Gebäuden regeln muss oder eben barrierefreie Zugänge ermöglichen muss. Das macht ganz vielen panische Sorge. Also das sind gar nicht so sehr die Themen, von denen ich dachte, also Rassismus etc. ist auch, da gibt es auch Berührungsängste, aber eigentlich am Ende des Tages, wenn wir darüber reden, wo hakt es dann, ist es das Thema Barrierefreiheit, Menschen mit Behinderung Zugänge schaffen und auch noch ein paar andere. Also immer dann, wenn es eben was kostet, weil man was verändern muss oder glaubt, es würde was kosten, wenn man es und das so, wenn man es eben von vornherein noch nicht hat. Und ich würde mir nichts vormachen, die AGG-Reform, wenn sie denn groß, also sollte sie auf den Tisch gelegt werden, sollten wir gute Arbeit machen und progressive Inhalte, was heißt progressiv, sollten wir einen starken, wirkungsvollen Diskriminierungsschutz in dieses Gesetz reinbringen, dann wird es mit Sicherheit auch erstmal, nennen wir es mal sehr, sehr vorsichtig, Berührungsängste geben und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Debatten, die ungemütlich werden, aber die müssen wir dann halt führen und auf die würde ich mich auch vorbereiten. Also ich meine, in Berlin muss man sagen, man hätte einfach viel stärker in die Kommunikation, also wäre jetzt meine Vermutung, man hätte das Schlimmste sozusagen mit rein, von vornherein, ich weiß es nicht, ich würde empfehlen, da mal eine Nachlese zu machen, wie hätte man diese Debatte aufgreifen und nutzen können vielleicht sogar. Also es ist super schwer, I know, aber ich glaube, es wird nie einfach so. Und auf der anderen Seite ist der entscheidende Satz, den du gesagt hast, im Nachhinein hätte man die Debatte sparen können. Als das AGG eingeführt wurde, stand in der FAZ, das ist so eine ADS, kennt jeder diesen Satz, als der Untergang des Abendlands, ja, also jetzt kann man nicht mehr entscheiden, wen man einstellt und so können wir gar nichts, also wir werden quasi als Land lahmgelegt. So, das war wirklich die Befürchtung, ja, ähnlich wie beim LADG. Und natürlich ist jetzt 16 Jahre später irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich treffe mich nächste Woche, glaube ich, mit der BDA, Bundesvereinigung der ArbeitgeberInnen. Also wenn ihr mir Sachen, Aspekte mitgeben wollt, freue ich mich. Und ich freue mich auch auf den Termin, weil ich im besten Fall läuft es natürlich zusammen, so dass man die Leute mitnimmt. Das darf halt leider, ich glaube, das ist wirklich mal der wunde Punkt, dass man es wird was kosten. Und ich finde, da darf man auch nicht so tun, als es hat zu lange nichts gekostet, Menschen zu diskriminieren. So. Ja, wichtiger Hinweis, aber sozusagen Diskriminierung hat eben auch enorme gesellschaftliche Kosten und auch finanzielle, weil Menschen dann, traumatisiert sind oder in ihrem Lebensweg nicht dahin gehen können, wo sie hingehen könnten und sozusagen, also das muss man ja auch immer noch mitbedenken. Dann würde ich an dich abgeben sozusagen, auch was die Strategien, da bist du, glaube ich, auch Profi drin und hast mir auch die letzten Monate viel erzählt dazu, was Strategien betrifft, aber auch nochmal die Frage nach Intersektionalität, Mehrfachdiskriminierung und so weiter. Genau. Ich wende vielleicht mal den Blick von den anderen, was die machen, auf uns selbst. Wir haben als Verwaltung gesagt, wir können das eben im großen Denken im Querschnitt Zugang zum Recht, Antidiskriminierung, Diskriminierungsschutz etc. uns nur mit einschließen. Das bedeutet, wir müssen für uns selbst eine Strategie entwickeln und wir müssen selbst in eine Organisationsentwicklung gehen, die uns mit einschließt. Unter anderem habe ich mich auch an die Sozialhelden gewandt und eben viele andere, um da eben nochmal Schritte weiter zu gehen und gleichzeitig, also auch nachdem ich zunächst erstmal versucht habe, dachte ich so, naja, das muss man ja hinkriegen mit der Barrierefreiheit, mit so einem denkmalgeschütztes Gebäude etc. Aber es ist außerordentlich interessant und gleichzeitig muss man einfach dann weitermachen und trotzdem eben erstmal beim anderen all das, was man jetzt schon mal machen kann, wo ich nicht abhängig davon bin, von einer Denkmalschutzbehörde oder ähnlichem, das schon mal tun. Und ich glaube, da gehört dann auch im Querschnitt die Professionalisierung
von uns als Verwaltung dahingehend nochmal, also nicht, dass die wir sind alle professionell in ihren Bereichen und so, aber im Querschnitt sozusagen, inwieweit, wenn wir uns institutioneller Diskriminierung angucken wollen, inwieweit, auch wenn alle alles richtig machen, ja, also Taxonomien der Verwaltung, passieren dann doch eben Diskriminierungen, und sich da das genau anzuschauen und Strategien zu entwickeln, die dagegen wirken, und was bedeutet, und auch so ein bisschen so eine Kritik an Maßnahmen oder Maßnahmenkatalogen zu entwickeln, weil Maßnahmen sind erstmal sehr griffig. Ja, da habe ich was, da weiß ich, jetzt gibt's so und so viel Millionen für das. Hier haben wir ein Projekt XY, was alles ganz wichtig ist, aber aus einer Perspektive sozusagen von institutioneller und struktureller Diskriminierung sind das nicht die hilfreichen Dinge, um eine Veränderung zu machen. Und da eben nochmal zu gucken, okay, wir denken von der Strategie aus und darüber über sozusagen Projekte im Querschnitt, und dann kommen die Maßnahmen. Also das nochmal in Gänze zu sehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der ist jetzt nur, da kann man jetzt nicht keine tollen Pressemitteilungen oder so machen. Also das funktioniert da nicht. Das ist vielleicht dann auch eine Hürde, weil ich nicht verlautbaren kann, in meiner 10-Jahres-Strategie bin ich jetzt in Jahr 2 und da haben wir jetzt, sind wir gerade so und so weit gekommen. Und also das lässt sich jetzt nicht so besonders gut verkaufen. Es gibt aber Dinge, da würde ich dann, wenn es geöffnet wird, können sicherlich Leute hier aus dem Raum sehr gut davon erzählen, wie das ist, angenommen wird, von außen auch so Beratungsangebote. Ich glaube, hier sitzen viele, die davon erzählen können. Ein anderer Punkt zu Mehrfachdiskriminierung. Also es gibt natürlich einen Ansatz im AGG, der da ist, aber Intersektionalität, also in Verwobenheiten zu denken oder so, ist dort nicht drin. Das ist im LADG schon aufgegriffen und gibt auch Verweise darauf und auch dann eben in Papieren, die sich aus dem LADG ergeben. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir bei struktureller und institutioneller Diskriminierung nochmal einen Punkt draufsetzen, weil auch Intersektionalität Grenzen hat, weil die macht sich ja auch fest sozusagen an den Verwobenheiten in einem Individuum. Und da müssen wir dann, glaube ich, schon nochmal in Mehrdimensionalität denken. Also ne, das wird nicht so ausreichen. Da denke ich jetzt aber schon wieder auch an die Novelle oder was wir da dann noch erreichen können, weil ich glaube, das muss noch wesentlich weitergehen. Und Recht, es wird, also ich glaube, Justiz, ne, die Menschen, ist jetzt nicht so ein Thema, wo die Leute so gleich aufjauchzen, dass es so sehr, sehr spannend für sie ist, gleich, obwohl es sozusagen eigentlich alles regelt, was so um sie rum ist. Und da ist, glaube ich, dann eben wirklich diese Frage von Zugang zum Recht in allen Dimensionen, was das bedeutet. Ja, also nochmal eine ganz, ganz große, ja, aber dabei belasse ich es erstmal, damit ich nicht so viel rede. Vielen Dank, genau. Wir haben ja auch die Chance weiter noch in der Debatte. Und Eva, magst du noch ergänzen zu diesen beiden? Ja, vielleicht genau ergänzend und gar nicht mehr so lang, damit wir auch Zeit für die Fragen haben. Wir sind ja auch als Antidiskriminierungsverband im Kompetenznetzwerk Antidiskriminierung und Diversitätsorientierung gefördert vom Demokratie Leben. Und auch in dem Zusammenhang erreichen uns ganz viele Anfragen von Institutionen, von Arbeitgebenden, die sich auf den Weg machen wollen, zu einer diversitätsorientierten Organisationsentwicklung, diskriminierungskritischen Organisationsentwicklung oder, ne, wird ja unterschiedlich genannt, manchmal rassismuskritischen Organisationsentwicklung, also die auf der Suche sind nach Expertise, nach Konzepten, nach Prozessbegleitung. Und wir nehmen wahr, dass die Anfragen da eigentlich sehr hoch sind, ne? Und natürlich ist immer die Frage, wie tief wollen die wirklich gehen? Also soll das jetzt nur, wie die Kollegin gesagt hat, jetzt sozusagen nicht wehtun und nur plakativ sein, ja, schön an der Oberfläche bleiben und uns nach außen auch verkaufen, im Sinne so, wir sind divers, ja, es geht ja auch um Fachkräftemangel, es geht darum, attraktiv zu sein für Arbeitgebende. Aber bei manchen wird sicherlich auch ganz sicher darum gehen, zu sagen, wir nehmen das ernst, ja, und wir wollen uns tatsächlich auch verändern.
Ja, und ich glaube schon, also ich bin jetzt seit 15 Jahren, glaube ich, jetzt in dieser Arbeit, dass ich da schon eine Entwicklung sehe, ja, dass sich viel mehr Unternehmen und überhaupt gesellschaftlich sich sehr viel mehr mit diesen Themen ja auseinandergesetzt wird. Ist nicht so, als wäre es dann Stillstand, ne? Aber ich sehe auch, dass das noch zu viel plakativ ist, zu viel oberflächlich bleibt und dass aber auch viele Unternehmen oder viele auch überfordert sind, beispielsweise mit dem Thema der Beschwerdestelle. Also auch das ist ja schon bei, zumindest bei den größeren Unternehmen, Arbeitgebenden ja angekommen. Ja, so. Also bei den größeren. Bei den kleineren würde ich das nochmal bezweifeln, ne? Aber bei den größeren, dass sie eine Beschwerdestelle haben müssen. So. Aber wie sie die genau umsetzen, ja, wer da eigentlich genau sitzt und wer eigentlich was macht und was sind eigentlich meine Verpflichtungen als Arbeitgebenden? Wie gehe ich mit dieser Beschwerde wirklich gut um? Da sehe ich ganz viele Fragezeichen bei ganz vielen. Und das AGG ist ja an der Stelle auch sehr offen gehalten. Also das ist auch eine Frage der Reform. Wie kann man da das auch noch mal fester machen, also weniger Spielraum lassen für dieses Thema der Beschwerdestelle und auch der positiven Maßnahmen im Übrigen ja auch. Also wir haben jetzt sehr viel über Rechtsdurchsetzung gesprochen, aber auch noch mal zu schauen, wie können auch Gleichbehandlungsverpflichtungen beispielsweise, positive Maßnahmen auch gestärkt werden. Also wohin muss man auch Institutionen, Arbeitgebende hin verpflichten, ne? So. Und nicht erst sozusagen abwarten, bis die Diskriminierung passiert ist und dann dagegen vorzugehen. Das ist ja etwas, was immer so ein bisschen in der Debatte auch weniger stark vorkommt. Und bei dem Thema Beschwerdestelle wünsche ich mir eigentlich, also einmal zu schauen, wie kann man das noch fester machen im AGG, dass es da kein Entweichen gibt sozusagen. Beispielsweise im Datenschutz gibt es ja auch eine Sanktionsmöglichkeit. Also da ist es ja, Frage der Kosten auch nochmal, offensichtlich nicht darum gegangen, kann man das den Arbeitgebenden jetzt überhaupt zumuten, dass sie einen Datenschutzbeauftragten haben müssen ab x Mitarbeitende. Nein, da ist das selbstverständlich. Warum gilt das nicht für Diskriminierungsschutz? So, also so, warum muss man sozusagen das auf, also freiwillig ist es ja nicht, es ist eine gesetzliche Pflicht, aber es wird nicht kontrolliert, es wird nicht sanktioniert, es wird jedem quasi überlassen oder jedem. Und ich finde, da muss man auf jeden Fall nochmal hinschauen, aber vielleicht nochmal der Punkt, dass auch, dass ich sehe, dass auch die, die es gut machen wollen, Schwierigkeiten haben, das auch, gerade wenn es kleine Organisationen sind, das gut umzusetzen. Ne? Also da auch nochmal zu gucken in Richtung Förderung, Konzepte und vielleicht übergreifende Stellen zu entwickeln. Also da gibt es zum Teil schon gute Ansätze und Willen, ja, aber Schwierigkeiten in der Umsetzung auch. Ja, vielen Dank. Du hast jetzt auch noch mal einen anderen wichtigen Punkt aufgemacht, mit dem sich ja auch verschiedene Organisationen hier befassen, auch unter einem BQN, nämlich positive Maßnahmen. Wir haben diese Debatte und da hat Ferda ja auch beispielsweise einen Beitrag zu geleistet in ihrer früheren Funktion als Journalistin sozusagen. Als es darum ging, wir haben ja im Partizipationsgesetz hier in Berlin damals gekämpft um eine Quote für Menschen mit Migrationsgeschichte in der Verwaltung sozusagen. Und da gab es auch eine verschiedene Debatte, aber sozusagen also auch viel Kritik. Am Ende haben wir eine Zielvereinbarung geschafft und sind einen wesentlichen Schritt weiter tatsächlich und in der Debatte gekommen, aber die Quote haben wir nicht durchgesetzt, aber sozusagen diese positiven Maßnahmen, das ist ja im AGG angelegt und ja auch in den europäischen Vorgaben klar vorgesehen, dass eben positive Maßnahmen für Menschen, die von Diskriminierung und von Ausschlüssen betroffen sind, vom Staat vorgenommen werden sollen und von eben auch privaten Akteuren, dass das mitgedacht wird. Insofern gebe ich das einfach auch mit in den Raum, dass das auch natürlich Teil der Debatte ums AGG sein sollte und sein kann und würde jetzt einfach den Raum öffnen und würde einfach vorschlagen, wer mag, meldet sich einfach und wenn die Person Lust hat, auch kurz den Namen und die Funktion zu sagen, muss die Person auch nicht sagen, dann oder auch einfach Fragen stellen. Das war jetzt ziemlich lange sehr viel Input, sehr viele Inhalte, aber ich hoffe, dass das sozusagen noch okay war und also von der Nachvollziehbarkeit und öffne jetzt die Debatte und freue mich, wenn Sie und Ihr Beiträge gibt oder auch Fragen stellt und genau. Traut euch. Ja, Ahmed.
Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für eure Inputs und Beiträge. Ich bin Ahmed Abed, Rechtsanwalt aus Neukölln und auch in der Bezirksverordnetenversammlung für die Linken. Ich muss sagen, es ist natürlich so, dass das AGG jetzt in der arbeitsrechtlichen Praxis generell jetzt nicht die größte Rolle hat, natürlich eben wegen diesen ganzen Problemen, die man hat mit der Frist. Und besonders eigentlich ganz besonders eine Rolle getroffen, eine besondere Rolle hatte in der Frage des Kopftuchverbots, wo ja die entscheidenden Urteile gekommen sind. Aber, und das ist eine Kritik an den Senat, dass eben diese Umsetzung dieser Entscheidung nicht geschehen ist. Und das ist ja eigentlich wirklich nochmal was wirklich Bedauerliches und wirklich was nicht gehen kann. Ne? Also wenn also die Landesarbeitsgerichtsbarkeit da eine klare Entscheidung getroffen hat, dann muss da eigentlich jetzt auch eine ganz klare Entscheidung für die Anstellung von Frauen mit Kopftuch in den Schulen geben. Das erstmal so als Kritik und als Aufgabe nochmal an Sie alle. Und ich möchte da eigentlich auch noch mal dran anknüpfen, denn Antidiskriminierung ist natürlich, setzt beim AGG oder LADG an, aber eigentlich ja schon viel früher, nämlich beim Recht auf Arbeit, auf Recht auf soziale Teilhabe, wo man ja wie zum Beispiel mit dieser Ausbildungsabgabe oder so etwas natürlich noch mal von einer ganz anderen Seite rankommen kann. Und ich finde es wichtig, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass das eine Querschnittsaufgabe ist und nicht eine orchideenartige Kompetenz oder irgendetwas, sondern dass das natürlich in alle Bereiche eingreifen muss. Und was mich jetzt nochmal an die Podiumsteilnehmer jetzt nochmal ganz besonders interessieren würde, ist, nun ja, das AGG hat natürlich Entschädigungsrechtsfolgen, was relativ wenig ist. Also dann kann der Arbeitgeber oder hoffentlich vielleicht mal die öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber dann eben auch bezahlen, aber nicht die Pflicht zur Arbeit und dann eben zur Anstellung. Und das knüpft an das Letzte mit dem Kopftuch. Also wo ist denn, also was sind Ihre Vorschläge, was sind die Reformvorschläge, damit dort ein viel durchsetzbareres Antidiskriminierungsrecht kommen könnte? Was nicht nur eine Entschädigung, sondern auch das, die tatsächliche Teilhabe, Arbeit, Antragstellung etc. Zur Folge hat. Ja, was steht hier noch auf meiner Liste? Damit ich das gleich habe. Ja, ich würde sagen, die Richterinnenausbildung ist natürlich auch total wichtig, dass es Fortbildung gibt für die Justiz. Aber da hatten Sie, ja, Frau Gummis ja schon gesagt, da sind Sie ja ein bisschen dran bei der Referendariatsarbeit, aber trotzdem bleiben Sie dran. Danke. Ja, vielen Dank für das Statement und auch die Nachfragen. Ich gebe das gleich hier ans Podium. Vielleicht sammeln wir noch eine oder zwei Beiträge, wenn das möglich ist. Genau, dann sehe ich Remsi und Hamse und Tarek. Dann fange ich mal mit Hamse an und würde dann weitergehen hier sozusagen der Reihe nach und dann ans Podium. Ja, vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir quasi für Berliner Verhältnisse weiter quasi dranbleiben. Danke für das Podium und auch vielleicht eher als eine Frage für uns. Also ja, es geht um Diskriminierung und auch die Möglichkeit teilzuhaben. Und natürlich ist das jetzt vielleicht ein Luxusproblem, aber wenn wir jetzt schon sehen, wer heute in diesem illustren Kreis ist, in diesem Raum, und wer eben nicht, also es hat nicht nur was mit der Sprache zu tun, sondern auch generell Menschen, die eben nicht hören können oder, also das heißt jetzt nicht, dass wir immer GebärdensprachdolmetscherInnen haben müssten, aber theoretisch fände ich, also wenn Ferder sagt, wenn das AGG die Verkehrsordnung ist, dann müssen wir eigentlich im Endeffekt gar nicht anfangen, das als Orchideensammlung zu sehen, sondern, Entschuldigung, das ist ein Menschenrecht
Und wir loben uns teilweise gegenseitig sehr stark, dass wir ja irgendwie in Berlin immer so eine Vorreiterrolle haben. Aber wenn die Verkehrsordnungsstelle manchmal nicht ganz funktioniert, dann müssen wir ja im Endeffekt uns tief in die Augen schauen und sagen, Moment, irgendwas läuft hier schief und wie kann man das beheben und wie könnt ihr, also uns das quasi mitgeben als Hausaufgabe, so dass wir euch wieder nerven und sagen irgendwie, ja, Verwaltung, aber auch irgendwie Gesetzgebung und so weiter. Wie können diese Zahnräder enger irgendwie verflochten werden? Danke. Vielen Dank. Genau, zu einem Punkt, also genau, ich sage auch gleich nochmal was, aber Remzi, du bist jetzt dran. Ja, danke. Remzi Uygüner, Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und dort Arbeitsbereich Beratung und Begleitung. Wir werden von der Senatsverwaltung für Antidiskriminierung mit Mitteln von LADS gefördert und ich mache dort die Beratung und Begleitung unmittelbar betroffenen Menschen. Das heißt also mittlerweile seit erfreulicherweise 5 Jahren und aus dieser Erfahrung möchte ich einige konkrete Punkte benennen, die wir gerne mitgeben würden für die Novelle des AGG. Ganz konkret 19.3 und 19.5 müssen weg. Also 19.3 ist dieser in Anführungsstrichen der Ghettoabsatz, der die Vermieterseite erlaubt, um stabile Bewohnerstrukturen zu schaffen und zu erhalten, diskriminieren zu dürfen. Und 19.5 ist, wenn die Vermieterseite weniger als 50 Wohnungen hat, darf die auch diskriminieren, bis auf das Merkmal rassistische Diskriminierung. Also die beiden Paragraphen müssen meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach eindeutig ersatzlos weg. Das ist etwas schwierig, das weiß ich. 19.3, da bin ich nicht so mittlerweile ehrlich gesagt leidenschaftlich, weil es gibt erfreulicherweise zwei Gerichtsurteile, einmal in Hamburg, einmal bei uns in Berlin, von uns begleitet gegen Deutsche Wohnen. Also wenn sich diese Rechtsprechung, und die unsere ist auch rechtskräftig, muss man auch dazu sagen, zwar erste Instanz, aber rechtskräftig. Und wenn sich die Rechtsprechung sich so durchsetzt oder weitergeführt wird, dann kann 19.3 von mir aus bleiben. Natürlich lieber für Rechtsklarheit 19.3 weg, aber so das sind die zwei Punkte. Der dritte Punkt, im Falle des Nachweises der Diskriminierung, selbst vor Gericht, bekommen die Menschen nicht die Wohnungen, sondern Geld, also Entschädigung und Schadenersatz. Aber im Gegensatz zu vielen, vielen Aussagen wollen die Menschen nicht Geld, sondern Wohnungen. Und insofern müsste ein Instrument geschaffen werden, dass die Wohnung oder also die konkrete Wohnung oder eine vergleichbare Wohnung auch eingeklagt werden darf. Und der allerletzte Punkt, und das ist unsere Erfahrung jetzt seit verstärkt in den letzten 2-3 Jahren, Nachbarschaftskonflikte. Also Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt bedeutet nicht nur Diskriminierung oder Ungleichbehandlung bei der Wohnungssuche, sondern beim Wohnen. Und da greift AGG kaum. Also wir sind als, ich sag mal, im politischen Raum eine progressive Antidiskriminierungsberatung und haben in Berlin auch die Rückendeckung. Und insofern breiten wir unsere Kompetenzen eigenständig aus. Wir bleiben immer, wir passen auf, dass wir nicht strafbar werden. Wir passen auf, dass wir keine Verleumdungsklagen bekommen. Aber wir machen die Diskriminierung der Vermieterseite gegenüber sichtbar. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber wir bewegen uns leider in diesem Feld auf dünnem Eis, juristisch gesehen. Und bisher haben wir erfreulicherweise keinerlei Verleumdungsklagen bekommen, nur eine einzige Beschwerde bei der LADS, die wir dann gemeinsam überstanden haben. Aber wie gesagt, da muss was passieren, weil im Moment ist es so, zum Beispiel bei Diskriminierung oder bei Beleidigung zwischen zwei Nachbarn können wir die belästigende Seite nicht ansprechen.
sondern wir müssen über den Vermieter gehen, jedenfalls nach der herrschenden Meinung, und dem Vermieter, der vermietende Seite sagen, pass mal auf, dein Mieter, du hast hier Fürsorgepflicht und sorg bitte dafür, dass das unterbleibt, aber wir können die unmittelbar belästigende Seite als aus der Instrumentarium AGG nicht angreifen. Und das ist eine total große Schwäche aus meiner Sicht des AGG. Wie gesagt, das sind die 4, 5 Punkte, die wir aus der unmittelbaren Beratungsarbeit mitgeben wollen würden. Danke. Hier wurde fleißig mitgeschrieben, habe ich gesehen. Das war, glaube ich, nochmal ein wichtiger Beitrag. Wir sammeln jetzt weiter und genau, weil sich jetzt eben vor allem männlich gelesene Personen dran waren, würde ich jetzt reinquotieren, wenn es okay ist, und Maisha dir das Wort geben. Und genau, und dann gehen wir weiter in der Runde. Und mir wurde jetzt eben hier signalisiert, dass wo ich gerne noch ein bisschen sammeln, wenn das für euch auch okay ist, dann sammle ich noch 2, 3 Punkte und dann würde ich auch dann die Stichworte reingeben, damit, falls jetzt Sachen vergessen wurden oder so. Genau. Maisha Auma, ADEFRA Schwarze Frauen in Deutschland e.V. und TU Berlin. Was mich interessiert oder was ich nochmal, wo ich nochmal nachfragen will, ich möchte erstmal mich herzlich bedanken bei Ihnen, bei euch auf dem Panel, auf dem Podium. Ihr habt das so gründlich bearbeitet, dass ich kaum tatsächlich Fragen habe. Also da sind sehr, sehr viele Aspekte angesprochen worden, die mir Bauchschmerzen bereiten. Ich möchte an 2 Stellen so ein bisschen genauer nachfragen. Also einmal die Frage nach, also ich glaube gerade durch die Covid-Pandemie ist klar geworden, dass sehr hohe Diskriminierungsrisiken bei Menschen sind, die mehrfach zugehörig sind, also die mehrfach vulnerabilisiert, mehrfach marginalisiert sind. Und da wollte ich nochmal fragen, welche Potenziale es da tatsächlich gibt, auch zu verstärken oder in dem Gesetzestext klarzumachen, dass es Verzahnungen gibt und dass dadurch höhere Diskriminierungsrisiken da sind. Also Richtung sowas wie eine intersektionale Klassismuskritik, also dass Rassismus nochmal sich auswirkt, indem es ein racialized labor market gibt, also ne, dass Ungleichheiten. Ich komme sehr stark gerade aus dem mit dem Anwendungsblick, wenn wir an sowas denken, wie das in Berlin Reinigungskräfte jetzt zum Beispiel an den Hochschulen, in den öffentlichen Verwaltungen zu Zeitarbeitsfirmen gehören, formal nicht zur Institution gehören, dadurch sehr schlechte Bedingungen haben und eigentlich auch nicht äußern können, also nicht zugehörig sind zu der Institution. Also an sowas denke ich. Als Nicht-Juristin weiß ich gar nicht, ob das jetzt schon die flankierenden Instrumente sind, die Brücken, die das AGG stärken, ob sie woanders hingehören oder ob es irgendwelche Potenziale gibt, im Gesetz tatsächlich diese Verzahnung und die höhere Diskriminierungsrisiken und die höhere Vulnerabilisierung klarzumachen. Und zweitens, und auch da tatsächlich eher wieder aus dem Anwendungskontext, auch wieder aus dem Hochschulbereich und Schulbereich, aber war immer erstaunt, wo eigentlich das AGG oder LGG teilweise nicht anwendbar ist an Schulen und Hochschulen. Die Frage, ob es ein Potenzial gibt, eine unterstützende Struktur eher sichtbar zu werden, also nicht so sehr abwehrend, sondern drin zu haben, den Punkt Eva zum Beispiel auf die Gleichbehandlung, das Recht auf Gleichbehandlung zu pochen. Also gibt es sowas wie die Möglichkeit, tatsächlich eher so eine normalisierende Perspektive reinzubringen, zu sagen, regelmäßige Befragungen, regelmäßige Umfragen, eine Verzahnung von, dass die Institutionen selber aktiv wissen wollen, wo passiert Diskriminierung, und dass ich nicht jedes Mal irgendwie als Überraschungseffekt sage, haha, es passiert Rassismus, es passiert Ableismus. Also nicht, dass die Person, die sozusagen mehrfach zugehörig ist, immer wieder darauf pochen muss, zu sagen, es passiert Diskriminierung, sondern dass es regelmäßige Abfragen gibt, wo das verzahnt ist, also wo die Institutionen tatsächlich erfahren, in welcher Gestalt Diskriminierung passiert, weil die passiert ja, die ist jetzt zu erwarten in einer ungleichen Gesellschaft. So, das waren jetzt sehr scrambled thoughts am Ende des Abends. Ich hoffe, dass irgendein Teil davon verständlich ist. Sehr verständlich und
Die letzte Frage hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, was wir auch als Abgeordnete machen durch schriftliche Anfragen, nämlich dass nicht Betroffene sozusagen irgendwie sich immer an uns wenden oder an die Verwaltung oder sich beschweren müssen, sondern dass wir regelmäßig fragen, also was gibt es denn für Schulungen oder wo haben Sie eigentlich selber Diskriminierung festgestellt? Wie haben Sie Ihre eigene Organisation diskriminierungskritisch untersucht? Wie viele Menschen sind überhaupt in Ihrer Organisation beschäftigt, die Diskriminierungsmerkmale aufweisen und so weiter, ne? Und inwiefern befragen Sie Ihre MitarbeiterInnen auf diese Themen und so? Insofern denke ich, ist das ein wichtiger Aspekt. Aber ich gebe jetzt erstmal weiter und ich versuche dann so eine ganz kleine Zusammenfassung. Tarek. Ja, Tarek Kabara ist mein Name. Ich komme von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und bin da mittlerweile Professor für öffentliches Recht. Ich würde gerne eine Beobachtung teilen und zwei fachliche Punkte ansprechen. Die Beobachtung hat eben damit zu tun, ich habe früher mal das nicht immer besondere Vergnügen gehabt, erstmal den Versuch des Vorläufers, das AGG mitzuverhandeln und dann das AGG, da war ich in der Projektgruppe mit dabei. Und die Beobachtung ist, als Ferda also gesagt hast, das Eckpunktepapier war für den Sommer angekündigt, dann für den Herbst und dann wurde es Winter und vielleicht wird es wieder Frühjahr, habe ich gedacht, oh nein, nicht schon wieder. Also das erste Mal, als man unter Rot-Grün der ersten Regierung ist das Antidiskriminierungsgesetz einfach zeitlich versandet und gescheitert. Und beim AGG hat es auch ewig gedauert. Es wurde nie etwas vorgelegt. Man ist keinen Schritt weiter gekommen. Man hatte es damals eben die Federführung vom Bundesjustizministerium aus Familienministerium rüber verlagert. Ob das jetzt nun ein günstiger Move war, das ist eine andere Frage. Aber ich würde noch mal sagen, wir haben zwar gesehen, wir haben, glaube ich, jetzt in den 16 oder 17 Jahren, seitdem das in Kraft ist, das AGG eine wunderbare fachliche Arbeit auf ganz vielen Ebenen. Aber ich glaube, die politische Identifikation mit dem Thema ist nicht besonders hoch. Und gerade, also mich macht das unruhig, dass es sozusagen auch jetzt wieder in dieser Regierung dauert. Und ich halte das für ein Anzeichen dafür, dass das ein konflikthaftes Thema ist. Und alle, die Zugänge und Möglichkeiten haben, sollten sich vielleicht überlegen, gerade sozusagen auf prominente politische Vertreterinnen und Vertreter versuchen einzuwirken. Mir fällt da erstmal niemand direkt ein, der bei jedem der Antidiskriminierungsfälle, die wir vielfach hatten in den letzten Jahren, sofort und prominent sich vor die Kameras stellt und sagt, so geht das nicht. Und sozusagen, dass Fragen halt eben von Diskriminierung sind keine Selbstverständlichkeit. Jetzt höre ich aber auch damit auf. Das war sozusagen die Beobachtung. Jetzt zu zwei eher, technischen Punkten, aber eben fachlichen Fragen. Das eine ist das mit der Fristenregelung. Es ist mir nur durch den Kopf geschossen. Es war immer so eine Frage. Also einmal kann man natürlich darüber nachdenken, das ist auch eine sehr gute Idee, die Fristen zu verlängern. Sagen, warum haben wir denn so absurd kurze Fristen hier in der Klage, wenn im Zivilrecht wir ansonsten ja 3 Jahre oder früher 30 Jahre hatten. Was soll das mit den 3 Monaten? Den 2 Monaten. Und andererseits haben wir halt eben, und darum geht es ja auch, die Erweiterung auf, sozusagen, auf den öffentlichen Bereich, im Bereich sozusagen des Verwaltungsrechts sozusagen der Klagen haben wir 4 Wochen. Allerdings, und jetzt sozusagen kommt vielleicht die Idee, vielleicht ist das alles auch schon durchgespielt und durchgedacht, irgendwie, ich habe das Antidiskriminierungsrecht in den letzten Jahren nicht mehr so genau verfolgt. Vielleicht so eine Kombination aus der Idee, also wenn die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein Klagerecht bekommt oder Schlichtungsstelle wird, wunderbar, freue ich mich sehr. Vielleicht, wenn das nicht unbedingt klappt und wenn man auch nicht sozusagen eine große Ausweitung der Klagefrist bekommt, ist es vielleicht auch eine Idee, sich zu überlegen, ob sozusagen so eine Kombination im öffentlichen Recht haben wir häufig die Möglichkeit, erstmal in den Widerspruch zu gehen und damit sozusagen sichere ich mein Klagerecht. Das kann da relativ lange dauern und ob es nicht eine Möglichkeit wäre, sozusagen eine klagehemmende Frist dadurch vorzusehen, dass sich Leute an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder der Länder wenden, was niedrigschwelliger ist. Und sozusagen dann die Klagefrist eigentlich erst läuft, wenn sozusagen irgendeine Form von Beendigung sozusagen des Beratungsverfahrens über die Antidiskriminierungsstelle läuft. Also nur sozusagen, um so ein bisschen beweglich vielleicht zu bleiben in den Verhandlungen. Und dann habe ich noch einen Punkt oder eine Frage, was mich interessiert. Was ist mit der Rasse?
Also sagen, auf der einen Seite steht im Koalitionsvertrag ja auch, sagen, dass man an diesen Punkt sagen, noch mal ran möchte im Grundgesetz. Mir ist das ein Anliegen. Ich halte das für richtig, sagen, aus Rasse irgendwie rassistische Diskriminierung oder so zu machen. Auch noch mal draufgesattelt mit einem Förderauftrag im Grundgesetz. Sagen, das muss doch eigentlich auch zusammen verhandelt werden. Also auch die Antidiskriminierungsstelle hat ja sagen, auch in ihrem letzten Bericht steht sozusagen etwas, auch das finde ich einen problematischen Begriff, aber so steht dann auch in der Richtlinie ethnische Diskriminierung drin. Rasse fällt da sozusagen ganz weg und ich glaube, sagen, damit ist Rassismus irgendwie dann auch nicht sichtbar und das finde ich auch ein Problem. Deswegen die Frage, sagen, gibt's da Überlegungen, sozusagen auch daran zu gehen? Vielen Dank. Dann würde ich erst Person in Rot und dann Serda, und dann gebe ich nochmal darüber. Und dann gehen wir mal einmal zum Podium. Dann können wir vielleicht danach sogar nochmal genau gucken. Ja, schönen guten Abend. Nathalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Mich würde interessieren, wo die Debatte gerade ist zum Thema des Begriffs für Gewichtsdiskriminierung in der Ombudsstelle und in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ich frage aus folgendem Grund. Im dritten Bericht auf Basis der Studie Diskriminierungserfahrungen in Deutschland wurde zum Beispiel gesprochen von äußeres Erscheinungsbild. Die Sache ist aber, dass innerhalb von äußeres Erscheinungsbild sich in der Verteilung gezeigt hat, dass Gewicht wirklich mehr als die Hälfte bis hin zu 2/3 ausmacht und wir das Problem haben, wenn wir den Begriff äußeres Erscheinungsbild verwenden, dass im Kopf gibt es so ein Set von erlernter Vielfalt, sage ich jetzt mal, und eben auch in unserer Bilderwelt, also was sehen wir? Und dort fehlen dicke Menschen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in die Bilderwelt schauen für das Thema Diversity, Vielfalt, dann gibt es da Bilder, die, ich sage jetzt mal, unterschiedliche Frisuren zeigen, einen unterschiedlichen Kleidungsstil, der in Richtung sozialer Status geht, etc., etc. Und trotzdem sind alle dünn auf diesen Bildern. Das heißt, wenn das Wort äußeres Erscheinungsbild alleine verwendet wird, gibt es halt die Gefahr, dass Gewichtsdiskriminierung vergessen wird. Und deswegen würde mich interessieren, wie da der Debattenstand ist, weil ich Beispiele kenne, die dann sagen, äußeres Erscheinungsbild, insbesondere Gewicht. Oder es gibt auch Beispiele, wenn wir in die USA gucken, dort haben wir in der Antidiskriminierungsgesetzgebung bereits was drin. Dort wird das Paar verwendet, Körpergewicht und Körpergröße, teilweise dann Komma, Erscheinungsbild im Sinne von, um die gesamte Bandbreite abzudecken, aber sicherzustellen, dass dieses Merkmal nicht vergessen wird. Und da würde mich interessieren, was da der Debattenstand ist, der aktuelle. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Auch eine sehr wichtige Frage, die wir noch nicht behandelt haben. Serdar, jetzt. Serdar Yazaj, BQN Berlin. Ich würde gerne nochmal auf die proaktiven, strukturellen Stellschrauben im hoffentlich novellierten AGG zu sprechen kommen. Und man könnte jetzt zum jetzigen Stand die Organisationspflichten der Arbeitgebenden mit einer progressiven Auslegung und ein bisschen Fantasie sehr gut nutzen für diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen, ob im öffentlichen Bereich, öffentlichen Sektor oder in Privatunternehmen. Aber es bräuchte aus unserer Sicht auf jeden Fall eine stärkere Operationalisierung, sowohl in diesen Paragraphen als auch bei den positiven Maßnahmen. Es ist eine reine Symbolfigur und vor allem der öffentliche Dienst nimmt diesen Paragraphen oder erst gar nicht ernst. Also da wird meistens ja nur mit Artikel 33 Grundgesetz die sogenannte Bestenauslese argumentiert. Und anderen, wenn es die gibt, auf einer Landesebene eben verschiedene Chancengleichheitsgesetze. Also ich glaube, da würde ich mir gerne so ein Pendant wünschen wie im Land Berlin mit dem LADG, wo dieses Thema von strukturellen Maßnahmen so ein, zwei Paragraphen verdienen. Hier in Berlin ist das unter Herstellung oder Sicherstellung von einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt, die dann irgendwie dann schon einmünden in ein Landesprogramm Diversity. Und ich denke mir oder wünsche mir, wenn zumindest die Bundesbehörden und Bundesanstalten des öffentlichen Rechts vielleicht so ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden, vielleicht ergibt sich ja sowas wie ein Bundesprogramm Diversity, was eine normative Rahmung auch erfährt im AGG. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Und
mit Blick auf die Privaten, muss ich kurz spicken, vielleicht eine Verzahnung möglich mit dem sogenannten Corporate Social Responsibility EU-Richtlinien-Umsetzungsgesetz, wonach seit 2017 Unternehmen mit einer Größe von 500 Mitarbeitenden zumindest eingeladen werden, Bericht zu erstatten zu nicht finanziellen Themen. Vielleicht kann da das AGG so ein bisschen mehr einen etwas besseren Tiger sozusagen schaffen mit einem Zahn und zumindest eine Kopplung mit diesem Gesetz, was ich aus meiner, also in der Praxis nicht weiß, was der Effekt ist, aber zumindest hätte es einen Symbolwert. Dann immer deine Frage, dann würde ich Vicky nehmen, dann würde ich, glaube ich, einmal hier reingeben und dann würde das Podium antworten und dann ist es wahrscheinlich schon kurz nach halb und danach die restlichen Fragen würden wir dann einfach hier bilateral oder so machen, weil wir haben danach ja noch kurz Zeit, hier auch im Raum zu sein, aber jetzt gebe ich. Okay, also ich möchte mich erstmal kurz vorab vorstellen. Mein Name ist Yildiz. Ich habe heute Abend eine Art Doppelfunktion. Ursprünglich habe ich mich angemeldet als neugierige Bürgerin. Dann kam aber die Bitte von Herrn Murat Gül, der Vorsitzende der Islamischen Föderation Berlin, ob ich ihn vertreten kann, weil ich auch ehrenamtlich ab und an ihm dort helfe. Ich habe tatsächlich zwei Fragen. Zum einen sprachen wir über einen Katalog und da wollte ich fragen, ob die Inhalte überhaupt schon feststehen. Oder also, dass man das jetzt mitteilen könnte vor Ort, was quasi in diesem Katalog mit aufgenommen wird. Sind es dann eher so Beispiele, an denen man sich dann auch äußern kann? Oder also gibt es das überhaupt? Und wenn ja, was ist der Inhalt, so salopp gesagt? Und zweitens wurde ja schon die Bemerkung gemacht, dass mit der Diskriminierung der sichtbaren Musliminnen, also sprich das Kopftuch. Und leider gibt es ja immer noch diese Diskriminierung. Wir wissen auch, dass es das Neutralitätsgebot gibt auf der einen Seite, aber auch gerade in den anderen Bereichen gibt es diese Diskriminierung auch, gerade auch auf dem Arbeitsmarkt sozusagen, aber auch vielen anderen Bereichen. Wie könnte man denn da dem entgegenkommen, also dass man dafür sorgt, dass diese Diskriminierung quasi aufhören? Und jetzt habe ich auch zwischenzeitlich eine dritte Frage. Ich sprach ja eben von dem Neutralitätsgebot. Ob man das dann heutzutage auch nochmal überdenken könnte und gewissermaßen auch ändern könnte, weil ja primär durch dieses Neutralitätsgebot die Frau mit Kopftuch, weil das ja quasi etwas ist, was man nicht so leicht verstecken kann, eingeschränkt wird. Und ich gerade jetzt als Jurastudentin habe auch ab und an meine Bedenken, auch gerade in Bezug auf das Referendariat oder ich kenne auch tolle Kommilitonen, die eigentlich super gut wären in den Arbeitsbereichen, wie zum Beispiel Richterinnen oder Staatsanwaltschaft, aber die von vornherein sagen, hey, das kann ich gar nicht machen wegen meinem Kopftuch. Und genau, da wollte ich fragen, ob man schon so die Hoffnung haben könnte, dass es sich in Zukunft ändern würde. Danke. Danke, Vicky. Und dann hat sich noch Ed gemeldet, aber dann muss ich wirklich dann hier reingeben, weil dann würde ich auch gleich Ferda als Erste das Wort geben, weil sie relativ pünktlich los muss. Aber wir sind dann noch weiter da. Vicky. Guten Abend. Ich bin Vicky Germain von das Projekt KUSWU, IOTO e.V. und auch Vorstandmitglied von Migrationsrat Berlin. Ich habe ein paar Fragen zu den Möglichkeiten, was da geben könnte für eine Erweiterung des Gesetzes und wollte fragen zuerst, inwiefern sind Personen mit rechtlicher Vertretung angedacht? Welche unabhängige Möglichkeiten werden geschaffen für rechtliche Zugang und Antidiskriminierungsmechanismen? Zum Beispiel, ich denke von Personen unter Betreuung oder Personen unter Vormundschaft, Minderjährigen insbesondere, die sehr viel zu tun mit Verwaltungsstrukturen haben. Und ob es möglich wäre oder angedacht werden kann, dass eine entsprechende Begleitung installiert werden können für die Personen, die unabhängig von ihrer rechtlichen Vertretung Maßnahmen aufgreifen wollen. Und ob es möglich wäre, eine komplette Abschaffung von Fristen von diesen Personenkreisen, wo manchmal erst mit Volljährigkeit im Moment die
eine Klage oder eine Beschwerde eingereicht werden kann, wenn es nicht im Sinne von der gesetzlichen Vertretung ist oder erst bei Wechsel der gesetzlichen Vertretung, dass es ernst genommen wird. Bei der Situation von verwaltungstechnischer Diskriminierung oder Diskriminierung von Verwaltung oder Behörden wäre es möglich, mitzudenken, dass ähnlich wie bei Polizei, dass auch eine Pflicht, sich kennbar zu machen von den Verwaltungspersonen, weil ohne wissen zu können, wer gerade da diskriminiert, ist eine Beschwerde schwierig und manchmal auch nicht möglich. Wegen dieser Anonymität. Und bei festgestellter Diskriminierung innerhalb Behörden oder Verwaltungen, ob es eine positivste Korrektur von Maßnahmen ermöglicht werden, im Sinne von you break it, you buy it, aber andersrum. Und letztens, vielleicht ist es ein bisschen zu wünschenswert, aber welche Möglichkeiten haben Bundesländer wie Berlin, die weit schrittende Antidiskriminierungsmaßnahmen, welche erweiterte Greife oder Reach haben die in andere Bundesländer, wenn zum Beispiel der betroffene Person in Berlin örtlich sich findet, hier wohnt, hier ummeldet oder so. Und in die Kreisen, wo wir arbeiten, insbesondere momentan geht es um Geflüchteten, die Möglichkeit haben, sich den Standort zu wechseln aufgrund von Diskriminierung. Nicht das Grund, warum die wechseln, aber aufgrund von Diskriminierung einen Wechsel ermöglichen. Ist es möglich, die geltenden Gesetze innerhalb dieses Bundeslandes zu benutzen, eine Korrektur von die Diskriminierung, was die woanders erfahren haben, zu ermöglichen. Vielleicht ist es eine rechtliche Situation, die schon geklärt ist, aber wir sind als Projekt ziemlich neu in der Landschaft. Okay, dann sind jetzt Ed und Ellen und dann machen wir wirklich ins Podium. Okay, danke. Bin ich nah genug am Mikro dran? Geht das? Okay. Ja, Ed Greve von der Kompetenzstelle für intersektionale Pädagogik mit meinem Kollegen hier. Wir kommen tatsächlich auch gerade erst aus einer Fortbildung, die wir vorhin gegeben haben. Genau, also wir werden gefördert von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mit dem Auftrag an intersektionale Diskriminierung, an ja, Lehrkräfte, an pädagogisches Fachpersonal etc. zu vermitteln, was es ist, was sie dagegen tun können und natürlich auch, dass sie es eigentlich nicht dürfen. Und ich hatte jetzt vorhin, muss an das denken, Ferda, weil du meintest, dass wahrscheinlich 70% der Leute anscheinend zumindest wissen, dass es das AGG gibt. Aus unserer Sicht ist das auf jeden Fall, ist ja das sozusagen das Wissen darüber, dass es ein Antidiskriminierungsgesetz gibt, nichts, was nur die Betroffenen von Diskriminierung für die wichtig ist, sondern natürlich auch für diejenigen, die es ausüben. Und wir erleben einfach ganz stark in unserer Arbeit, dass ein großer Teil überhaupt ist, Lehrkräften zu vermitteln, dass Diskriminierung höchst unprofessionell ist und verboten ist. Und da hängen wir aber schon. Also ich glaube, das ist natürlich auch, kann man jetzt viele Ursachen irgendwie für ausfindig machen. Es hängt daran, dass wir dann, dass uns so gleichzeitig gute Beispiele fehlen, wo wir sagen können, das ist ein Urteil, das ist gefällt worden. Genau das ist ein Beispielfall für, warum das, was ihr tut, verboten ist. Das ist natürlich ein großes Problem, wenn wir dann keine guten oder öffentlichkeitswirksamen Urteile haben oder das, was Leute dann wissen oder woran man sich erinnert, ist diese eine legendäre Bewerbung, die es mal gab, die abgelehnt wurde mit dem Vermerk Rossi. Daran können sich Leute irgendwie noch erinnern, aber ansonsten fällt dann kein Beispiel. Genau, und das andere ist, glaube ich, dass es wirklich, dass es ja auch sehr, es hat ja schon was sehr Absurdes, es gibt kaum irgendwas, was gesetzlich verboten ist, was so viel trotzdem als was Individuelles verhandelt wird, was irgendwie eine subjektive Interpretation hätte. Also Leute sagen, dann darf ich jetzt gar nichts mehr sagen, weil ich nichts Diskriminierendes sagen darf. Aber niemand würde sagen, dann darf ich ja jetzt gar nichts mehr in die Hand nehmen, weil du könntest ja sagen, ich bin ein Dieb. Niemand würde das irgendwie tun. Und ich glaube, dass sozusagen neben der gesamten Frage,
nach, was muss das AGG in der Theorie irgendwie leisten, wir ganz dringend eine viel, viel flächendeckendere Aufklärung und Klarheit mit guten, verständlichen und wirksamen Beispielen brauchen, um da einen Schritt weiterzukommen. Tatsächlich. Natürlich auch die Frage, ja, was abgesehen von der AGG-Reform Maßnahmen der Verwaltung sein können, um da hinzukommen, außer eine weitere Plakatkampagne. Ja, vielen Dank auch nochmal für die wichtigen Aspekte, Eren. Ja, danke, Edith, dass du mich noch kurz rangenommen hast. Ich will es auch wirklich kurz machen. Mein Name ist Eren Unzal, ich bin die Leiterin der Abteilung Antidiskriminierung, auch besser bekannt als Landesantidiskriminierungsstelle. Und ich hatte auch das Vergnügen, das Landesantidiskriminierungsgesetz zu verhandeln, federführend. Jetzt natürlich nicht ganz allein, wie man sich denken kann, sondern mit vielen, vielen Menschen. Wir sind übrigens auch gestartet mit einem maximalen, Forderungenkatalog und sind über viele, viele Hürden gegangen. Aber ich glaube, das Ergebnis lässt sich durchaus sehen, ja, auch wenn wir jetzt schon, wie gesagt wurde, am Thema Novelle dran sind. Ich finde das eine hochspannende Diskussion gerade und will auch gar keine Frage stellen. Ich will auch keinen Grundsatzvortrag halten, sondern ich wollte mich eigentlich nur bedanken für die vielen wichtigen Hinweise. Und mir ist nochmal klar geworden, dass einige Aspekte nicht unbedingt so unmittelbar, zumindest was mich betrifft, auf meinem Schirm sind. Zum Beispiel das Thema Nachbarschaftskonflikte, das nehme ich ganz konkret mit. Aber auch jetzt nochmal. Die Lobby Gewichtsdiskriminierung hat ja extrem zugelegt. Das war jetzt nicht doppeldeutig gemeint, ne? Also ist sozusagen sehr, sehr stark geworden. Und wir haben das sehr auf dem Schirm, nachdem wir das Jahrzehnte nicht auf dem Schirm hatten. Das muss man einfach mal sehr deutlich sagen. Aber auch hier die Idee mit, ich weiß nicht genau, ob ich das gut mitgeschnitten habe, mit einer Frist vor der Klagefrist, so ähnlich, ja. Vielen Dank für diese Impulse. Ich sage das deswegen jetzt, weil ich leider auch ganz pünktlich gehen muss und will mich nochmal bedanken, ja, für die ganz tollen Impulse. Dankeschön. Vielen Dank, Eren. Und ich finde das auch ganz toll, dass hier so viele Expertinnen, Zivilgesellschaft und Verwaltung zusammen ist, weil wir viel gemeinsam voneinander und auch Politik lernen können. Und ich gebe jetzt direkt gleich Ferda, weil sie auch schnell los muss. Ich kann jetzt nicht alles zusammenfassen, nur so Stichworte. Und wenn Ferda ihren Beitrag gemacht hat, versuche ich auch noch mal auf ein paar Punkte einzugehen. Aber sozusagen Entschädigungsrechtsfolgen, was gibt sonst für Rechtsfolgen? Das kam ja an mehrerer Stelle. Die Leute wollen eigentlich die Wohnung haben. Zur Gebärdendolmetschung sage ich auch noch mal gleich was. Aber das war auch noch mal Thema, Neutralitätsgesetz, Gewichtsdiskriminierung. Das hat mir übrigens auch die Leiterin der Ombudsstelle, die leider heute verhindert ist, gesagt, dass das sie ein wichtiger Punkt fürs LADG ist, dass wir das da bei der nächsten Reform mit aufnehmen müssen. Das haben wir als Politikerin auf jeden Fall in unser Merkheft reingeschrieben. Mehrfach vulnerabel, also Querschnitt. Was bedeutet das beispielsweise auch für andere Gesetze? Ne? Also es betrifft ja auch Gesetze, die gegen Ausbeutung zum Beispiel sind. Also nicht nur AGG, sondern alle Gesetze müssen ja diskriminierungssensibel und beispielsweise gegen Klassismus wirken und gegen Ausbeutung, Unterdrückung und so weiter. Und das war auch dann der Hinweis vorhin mit dieser Ausbildungsumlage, geht ja auch in die Richtung, Anreize schaffen, auch in anderen Bereichen außerhalb des AGGs. Bundesprogramm Diversity, dann habe ich Frage Vulnerabilität oder auch Vormundschaft, da war auch Frage dazu und strukturelle Stellschrauben auch nochmal, auch jetzt die letzten Beispiele von Ed. So, ich hoffe, ich habe jetzt so ein paar Aspekte reingegeben. Wir hatten auch noch Hochschule und wie kann man sozusagen regelmäßige Abfragen machen, wie weiter Nerven, hat es vorhin haben sie genannt. Das sind jetzt ganz viele Aspekte und es war, glaube ich, eine sehr fruchtbare, super konstruktive und spannende Debatte und ich gebe jetzt erstmal Ferda das Wort. Ich würde mich dem Dank anschließen wollen erstmal. Ich freue mich auch über jede Gelegenheit, bei der wir uns inhaltlich, fachlich austauschen und heute nochmal ganz konkret zum AGG. Also es ist genau jetzt die Zeit dafür, das hatte ich ja schon gesagt. Ich will vielleicht auch zuerst nochmal sagen, meine Mitarbeiterin möge bitte ganz kurz zuhören, aber schreiben Sie uns auch gerne Ihre ganz konkreten Punkte nochmal auf, weil diese Zusammenstellung, die es gibt, das wird ja ein wahrscheinlich auch mit Anhängen, wo dann vielleicht einzelne nochmal, aber
es soll ja eine gemeinschaftliche Sache sein. Und wir wissen, dass es einfach sehr viele verschiedene Punkte gibt. Also zum Beispiel Gewichtsdiskriminierung. Ist die Frage, ob das dann sozusagen konsensual von allen unter den Merkmalen mit drin sein wird oder nicht. Also wir sind, wobei ich sagen muss, von Ihnen hat sogar ein Schreiben mich schon über die Wehrbeauftragte erreicht. Das wurde mir weitergegeben. Es liegt uns vor. Und ich muss auch zugeben, dass ich zum Beispiel auch bei dem Thema, es ist für mich auch relativ neu, also ich habe die Interviews gelesen, ich habe das gesehen. Ich finde, eigentlich müssten wir immer sagen, ein Antidiskriminierungsgesetz muss da greifen, wo es reelle Diskriminierungen gibt, die strukturelle Folgen haben, also die nicht sozusagen Einzelfälle sind, sondern indem man wirklich sagen kann, es passiert, also es betrifft viele, es passiert in regelmäßigen und es hat eine Berechtigung sozusagen, dass es rechtlich aufgegriffen wird. So, das wäre beim Thema Gewichtsdiskriminierung definitiv der Fall. Ich habe aber keine Ahnung, deswegen vielleicht möchte, ich weiß nicht, ob ihr noch was dazu sagt, sonst frage ich auch nochmal Nathalie Schlenzka, ob sie was dazu sagen will. Aber die Frage ist ja, wie und würde man es ins Gesetz aufnehmen? Dazu nur ganz kurz das. Rasse und Ethnie im Gesetz. Also bei uns steht ja aus Gründen der Rasse und ethnischer Herkunft. Also ich weiß nicht, ob exakt so, aber ethnische Herkunft und Rasse. Das sind die beiden Begriffe, die dann sagen wollen, damit Rassismus, rassistische Diskriminierung. Ich gehöre auch zu denjenigen, die sagen, ich finde, es sollte etwas konkreter sein, weil wir tatsächlich in der Antidiskriminierung Stelle des Bundes in unserer Beratungsarbeit die Erfahrung machen, dass Antisemitismus bzw. antisemitische Diskriminierung ganz schwer unterzuordnen ist. Es passt nicht zu Religion. Da wird es noch erfasst. Die Gerichte sind sich nicht so ganz einig. Ethnie ist es auch nicht. Bei Rasse, warum auch immer, tun sie sich bei Rasse da schwer, bei anderen nicht. Also man könnte ja sagen, tut euch bitte bei allen schwer, sie unter Rasse einzuordnen. Aber ich würde im Grunde dafür plädieren, rassistische und antisemitische Diskriminierung reinzunehmen und Staatsangehörigkeit. Wir haben auch zahlreiche Fälle, in denen tatsächlich konkret Staatsangehörigkeit dann als Grund genannt wird und dann wird gesagt, das sei ja gar nicht rassistisch und so. Ihr kennt wahrscheinlich die Debatten. Ich weiß aber, das wirst du auch wissen, Tarek, dass das ja umstritten ist, ob man nicht Rasse doch lässt, damit man eben rechtlich und so weiter. Diese Diskussion wird man möglicherweise, also ich tue mir gerade ein bisschen schwer damit. Mein Standpunkt ist, also ist auch der, den du hast. Und ich finde, solange es nicht rechtliche Angriffsflächen bietet, also das Merkmal Rassismus schwächt, fände ich es sehr gut, wenn man es beim Namen nennt. So. Aber da bin ich auch sehr deutsch. Ich finde nicht, dass man es mit Race übersetzen kann. Es funktioniert einfach nicht. Also wir sind nicht auf diesem Diskussionslevel, wo andere sind. So kann man nicht sagen, dass es mit Race vergleichbar wäre. Ich wollte noch sagen, dass Diversity, wir haben ein Bundes, also neben den Sachen, die schon genannt wurden, die im Koalitionsvertrag drinstehen, steht da auch eine Bundesstrategie, ich kann immer nicht genau den Wortlaut, für Diversity im öffentlichen Dienst. Die ist als Vorhaben geplant. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit geht es? Wir würden es gerne im AGG erstens unter positiven Maßnahmen, damit es nicht nur so einen Verbotscharakter hat und auch nochmal klar benennt, worum es geht. Zweitens, damit es eine rechtliche Grundlage gibt, ins AGG mit aufnehmen. Das haben wir auf dem Schirm. Was habe ich noch? Eine Sache war mir noch wichtig. Jetzt ist Hamza hat es angesprochen und ich glaube, es ist heute Abend auch schon mehrfach gefallen. Wir reden hier von Diskriminierung. Ich ticke schon so wie die Behörde. Ich denke nur an rechtliche Diskriminierung, AGG, was fällt da drunter? Und natürlich, ich glaube, du hattest es auch gesagt, Ahmad, das fängt ja viel, viel früher an. Also echte Antidiskriminierungspolitik wäre ja strukturell und würde quasi nach der Geburt anfangen und Menschen bis zum Tod begleiten, sozusagen durch alle Lebensphasen und alles. So. Und nach dem Tod, Bestattungsgesetz. Stimmt, und nach dem Tod. Und auch Probleme mit genau, das stimmt, das stimmt. Es hört noch nicht mal mit dem Tod auf, so wichtig ist es. Also grundsätzlich glaube ich, dass, und das wäre auch ein bisschen in Richtung Maisha Umar, wir haben, also ein Antidiskriminierungs-Mainstreaming in der Politik wäre sehr, sehr gut. Wir merken, dass wir noch nicht einmal mitgedacht werden bei Dingen, wo es auf der Hand liegt. Das heißt, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat erstmal die Hausaufgabe, ich finde, deswegen mache ich immer so ein bisschen Bling-Bling-Politik. Ja, also ich ziehe mich ordentlich an, wir tragen dick auf, wir laden Leute in unsere Stelle ein, um zu zeigen, wir haben hier, wir sind Bundespolitik, also wir spielen so ein bisschen
vergesse, weil das öffentlich ist. Aber wir sehen zu, dass Antidiskriminierungspolitik endlich so ernst genommen wird, wie sie genommen werden muss. Das ist leider noch so viel Arbeit. Das heißt, von diesem Mainstreaming-Anspruch bin ich leider noch ein bisschen, also es muss der Anspruch sein, aber wir sind da noch einen weiten Weg entfernt von. Aber das muss das Ziel sein, weil nur dann kann es funktionieren. Und es muss natürlich auch weg von rechtlicher Diskriminierung in die gesellschaftspolitische Ebene rein. So, damit sind wir im Familienministerium eigentlich auch ganz gut angedockt. Aber auch da müssen wir, glaube ich, noch ganz viel klar machen, dass Kinderpolitik ist auch Antidiskriminierungspolitik. Älterenpolitik ist auch, also jede Form von Politik ist und müsste immer Antidiskriminierungspolitik sein. Ist aber eine gemeinschaftliche Hausaufgabe und ich finde trotzdem, dass wir es trennen sollten von Teilhabepolitik. Es kann auch funktionieren zu sagen, wir haben eben diesen rechtlichen Part, etwas ist verboten. In Deutschland verstehen Menschen Verbote gar nicht mal so schlecht. Also wir sind ein Land, das nicht so bei Rot wird stehen geblieben oder wenn man drüber geht, hat man wenigstens ein schlechtes Gewissen. Und dahin müssen wir eben auch kommen. So. Weil, also ich sehe da schon auch einen Ansatz darin zu sagen, dass so viel von mir auf die Schnelle, ich muss mich sehr entschuldigen, es war mir ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute hier war. Danke euch. Vielen Dank, Ferda, dass du da warst. Und tatsächlich haben wir auch überzogen. Das ist bei dieser Fülle von Anmerkungen und Debattenbeiträgen und Fragen, glaube ich, auch normal. Und es ist toll, wenn sozusagen die anderen TeilnehmerInnen noch ein paar Minuten haben, dass wir noch versuchen, die Runde abzuschließen. Da hatte ich sozusagen das Okay bekommen. Und dann verabschieden wir dich, Ferda. Und du hast hoffentlich viel mitgenommen. Wir haben viel mitgenommen und wir bleiben weiter im Austausch und arbeiten an einer diskriminierungsfreien Gesellschaft oder sozusagen den Weg dahin, der noch leider weit und hart ist. Okay. Tschüss, genau. Danke und schönen Abend dir noch. Und dann würde ich jetzt das Wort an Saraya weitergeben und möchte noch einmal ein paar Sachen adressieren, weil Gebärdendolmetschung angesprochen wurde, zu Recht. Tatsächlich haben wir das auch angefragt und tatsächlich hat mich auch Judita darauf hingewiesen und wir haben das aus Kapazitätsgründen tatsächlich auch nicht geschafft, was wichtig wäre aber in Zukunft auf unseren Parteitagen beispielsweise machen wir das immer und wir haben deswegen jetzt wenigstens diese Unterschrift, also die Untertitelung des Livestreams, so dass man das beispielsweise nachträglich sich anschauen kann und die Untertitelung sieht. Aber trotzdem ist das, denke ich, ein wichtiges Thema, was wir auch noch mal mitnehmen heute. Und ich wollte auch noch mal kurz was zum Neutralitätsgesetz sagen. Das hat sich in den Senat gerichtet und da kann Saraya sicher auch was zu sagen. Und ich kann da auch nur sagen, dass das uns ein wichtiges Anliegen ist, dieses Verbot, Bekleidungsverbot, das sich insbesondere gegen Kopftuch tragende Frauen auswirkt, dass wir das abschaffen wollen. Das haben wir aber ehrlicherweise in den Koalitionsverhandlungen nicht durchsetzen können, obwohl wir uns sehr stark dafür eingesetzt haben. Und der Kompromiss war dann, wenn das Urteil, obwohl es ja dazu schon etliche Urteile gibt, aber wenn das Bundesverfassungsgerichtsurteil bezüglich Berlin da ist, dann wird das endlich geändert und abgeschafft, weil das wird wirklich Zeit. Genau. Ansonsten würde ich jetzt Saraya das Wort geben und am Ende würde ich dann Judita und Eva nochmal das Wort geben, dass die Zivilgesellschaft praktisch das letzte Wort hat und nicht die Verwaltung. Das nimmst du mir nicht übel. Und genau, das ist ja auch immer dein Ansatz. Und dann gebe ich jetzt Saraya das Wort. Ja, ich versuche ein paar Punkte aufzugreifen. In Berlin wird sich mit der Frage von Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsdaten auch unter anderem im Rahmen des Partizipationsgesetzes beschäftigt. Da gibt es eine Arbeitsgruppe etc. Es gab Studien dazu anhand der Kulturverwaltung schon vor ein paar Jahren. Es gibt lange, lange zivilgesellschaftliche Auseinandersetzungen dazu. Aber ich kann jetzt noch keinen Punkt sagen, genau so und so wird das gemacht, weil da ist der Prozess der Auseinandersetzung ist noch da. Gleichzeitig will ich zumindest auf ein Problem hinweisen, weil wir erheben ja zumindest Daten zum Beispiel zur Einstellung von Frauen. Und dann kann man sagen, 54% Frauenquote jetzt oder 37 etc. Es verdeckt aber zum Beispiel ganz viele Diskriminierungen, die Frauen erleben im Arbeitsleben aufgrund von Care-Arbeit, aufgrund, weil bestimmte Zeiten nicht angerechnet werden, Karrieresprünge werden damit gar nicht erfasst etc. Also
Ich will das auch noch mal ein bisschen verkomplizieren, weil alleine sozusagen wir immer auch noch mal hingucken müssen, inwieweit sind bestimmte Maßnahmen dann auch Maßnahmen, die nicht erlauben, dass man so drüber weggehen kann. Ja, wo dann eine Verwaltung wie meine sagen kann, wieso machen wir noch? Ist doch super. Funktioniert doch. Und dahinter, darunter dann doch ganz viele Diskriminierungen eben stehen. Also das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt grundsätzlich, das nochmal zu verkomplizieren. Und da greife ich nochmal auf, ich habe eine Kritik am Maßnahmenkatalogen oder Maßnahmenpaketen geäußert, weil wir häufig Maßnahmenpakete haben, wo es überhaupt gar keine Strategie dahinter gibt. Also wenn wir dann fragen, okay, wie soll das aussehen, in welchen Schritten kommen wir dann in 10 Jahren, in 15 Jahren da und dahin und wie sehen die einzelnen Schritte aus und wie sind die dann unterlegt mit bestimmten Projekten und wie sind diese Projekte dann unterlegt mit Maßnahmen, das hört, also da ist nicht, also können Sie ja gerne mal bei verschiedenen sich das angucken, wir haben meistens Maßnahmenbündel. Ja, also, und das ist aus einer Perspektive häufig, also die sind ja auch abgrenzbar, die schaffe ich dann vielleicht in einer Legislaturperiode oder ähnliches. Aber ich glaube, wenn wir an institutionelle und strukturelle Diskriminierung heran wollen, dann werden wir nicht drum herum kommen, viel weiter hinaus zu denken und auch weiter zu denken, als wir vielleicht gerade da sind, wo wir sind. Das ist vielleicht nochmal ein Punkt. Die Senatorin hat sich, oder meine Chefin, also meine Senatorin, hat sich sehr deutlich zum Neutralitätsgesetz geäußert und zum Abschaffen auch unter anderem ja in verschiedensten Gremien. Dass an dem Punkt der besten Auslese sind wir sozusagen in den Märkten der eigenen Begrenzung, unserer eigenen Organisationsentwicklung sehr schnell gestoßen. Also Fragen, ja, wir können Ausschreibungstexte ändern, wir können etc., aber an bestimmte Grenzen stoßen wir, sodass das ein Punkt ist, was wir auch mit auf unter anderem die, also treffen sich bestimmte Abteilungsleitungen, die mit Personalentwicklung sind, da hineingeben wollen als eine Diskussion auch auf die JustizministerInnenkonferenz und andere Gremien, weil für uns wäre wichtig, dass wir das Dienst- und Beamtenrecht entsprechend ändern, weil wir ansonsten an Grenzen stoßen. Gewicht war als Punkt auch mit in unserer Vorlage, aber wie gesagt, da habe ich ja schon alles zu gesagt, da sind wir nicht weitergekommen, von daher, was nicht heißt, dass wir es nicht weiterhin tun werden, aber da kann ich jetzt genau nichts zu sagen. Dann zu der Frage Rasse haben wir in Berlin, es steht es ja auch mit in den Richtlinien, es gibt unterschiedlichste Beurteilungen, auch unterschiedlichste Fragen, sozusagen auch unter Juristinnen, interessante Diskussionen darum. Unsere Position in meiner Verwaltung war, in diese Diskussion einfach auch nochmal zu gehen, die ja so ein bisschen hektisch gewesen ist in der letzten Legislaturperiode, weil dann auf einmal diese Idee kam und dann alle so gefühlt so ein bisschen hinterhergerannt sind in dieser Diskussion und das jetzt nochmal anders aufzusetzen. Ich persönlich bin nicht so gleich so ganz offen, aber ich freue mich auf Austausch und Auseinandersetzung dazu. Vielleicht lasse ich es erstmal dabei. Achso, vielleicht aber noch ein Punkt. Wir sind in unserer Verwaltung jetzt sehr, sehr stark auf EU-Ebene aktiv und vernetzen uns auch auf EU-Ebene sehr stark, weil da eben der große Teil der Rechtsprechung, also als höchste Norm, gesetzt wird. Also von daher freuen wir uns auch, wenn wir auf diesen Ebenen nochmal auch mit Berliner Zivilgesellschaft und anderen Expertinnen in den Austausch kommen. Und ich habe mir jetzt ganz viel mitgenommen und freue mich, wenn wir weiter dazu sprechen. Und die Frage zu Mehrfachvulnerabilitäten und eben solchen Fragen, wenn ich sozusagen Security, Putzkräfte und so weiter, das sind ja immer wieder Dinge, ich glaube, dass die immer wieder vorkommen und inwieweit dann über sozusagen wie groß ist die Beteiligung oder wie direkt ist der Einfluss sozusagen rechtlich geschaut wird, da habe ich, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich oder ist niemand verantwortlich? Und da ist noch ein großer Gap, den wir
eben mit aufnehmen müssen und auch mitdenken müssen, unabhängig vom AGG, in den Fragen sozusagen der LADG-Novelle, die ja jetzt bald ansteht, wo wir dann nochmal diese Diskussion alle hoffentlich gemeinsam führen. Und Fragen sozusagen von dann Beschäftigung etc. und Ausgrenzung von Beschäftigung, abgesehen von Dienstbeamtenrecht, sind ganz, ganz weite. Die fangen von Gewicht, Ableismus, das Tuchtragen etc. an. Und das eben auch nochmal sich in Gänze und grundsätzlich strukturell und institutionell anzugucken. Ja, vielen Dank nochmal für diesen Rundumblick. Dann würde ich dir, Eva, das Wort geben und am Ende hat dann den Abschluss Judith. Nee, dann mach, ergänz nochmal die Sache, die du sagen willst. Ich wollte nur sagen, wir haben noch eine Idee, um schon mal niedrigschwellig in ein paar Sachen vielleicht reinzugehen, über Verträge zu gehen. Also in den Vertragsabschlüssen, die geschlossen werden, zum Beispiel mit Subunternehmen oder Ähnlichem, da vielleicht reinzugehen, weil es ja auch nochmal die Idee gibt, wo können wir Kniffe finden, die bestimmte Settings sozusagen ein bisschen abfedern. Und da wäre, sind wir gerade am Denken, ob man eben bestimmte Dinge in Verträge schon aufnimmt, sodass es dann eben auch einen Referenzpunkt gibt, zum Beispiel zum LADG. Und das Gleiche könnte man auf Bundesebene denken. Also vor allen Dingen, um das vielleicht noch zu ergänzen, bei öffentlichen Vergaben, ne? Also bestimmte Dinge einfach auch klar einzufordern, ne? Bei BewerberInnen. Genau, ich versuche auch einen schnellen Ritt durch die Punkte. Es war einmal am Anfang auch nochmal das Thema Kontrahierungszwang. Ne? Also tatsächlich, das AGG gibt jetzt erstmal einen Anspruch auf Entschädigung und Schadensersatz und nicht auf die Wohnung, nicht auf die Arbeitsstelle, nicht auf den Vertrag. Ne? Und beziehungsweise da gibt es auch strittige Fragen. Aber ich denke auch, dass es in manchen Fällen sinnvoll wäre, einen Kontrahierungszwang zu machen. Also bei der Arbeit kann ich mir das, ist das, glaube ich, in manchen Konstellationen sehr, sehr schwierig und auch, glaube ich, nicht für jeden tatsächlich zielführend zu sagen, ich möchte diese Arbeitsstelle haben, auch wenn die mich nicht gewollt haben und mich diskriminiert haben. Aber bei Wohnungen beispielsweise ist das sicherlich ein anderes Thema und das muss man auf jeden Fall in den Blick nehmen und auch schauen, wie das im AGG dann entsprechend umgesetzt wird. Bei den Nachbarschaftskonflikten, ich habe ja selber lange in der Beratung gearbeitet und kenne diese Fälle und weiß, wie schwierig das ist und wie wenig Möglichkeiten man tatsächlich hat. Aber wir haben eigentlich immer auch argumentiert zu sagen, der Vermieter oder die vermietende Partei ist ja sozusagen verpflichtet, diskriminierungsfrei zu vermieten, die Sache. Und auch zu sagen, dazu gehört es auch, in diskriminierenden Nachbarschaftskonflikten auch Sorge zu tragen, dass nicht diskriminiert wird und sich eben einzuschalten. Also Remsi, wir kennen die Diskussion. Ich weiß, die Durchsetzung ist nicht möglich. Und ich denke, dass da auch noch mal die Chance ist, im AGG das noch mal klarer zu verankern. Dass es auch die Pflicht der Vermietenden ist, auf diskriminierungsfreie Wohnverhältnisse, nicht nur die Vergabe diskriminierungsfrei zu gestalten, sondern auch das, den weiteren Vertrag auch diskriminierungsfrei zu gestalten. Und da gehören eben auch diese den Schutz vor diskriminierenden Nachbarn dazu. Aber da steckt sicherlich der Teufel, wie man sagt, im Detail, wie genau das dann rechtlich umgesetzt werden müsste in dieser Klarstellung. Genau, mit den Reinigungskräften oder beziehungsweise auch nochmal mit der Verzahnung von Diskriminierungsrisiken. Ich glaube, das Thema war ja auch zwischendurch Intersektionalität, Mehrfachdiskriminierung. Da tut sich aus der rechtlichen Perspektive gesehen, ist das ein ganz schwieriges Thema. Es wird sowohl von den Menschen selbst, die in die Beratung kommen, ja nicht so adressiert. Ich werde diskriminiert. Das und das. Es ist sozusagen dann der beraterische, analytische Blick darauf, den wir dann haben und sagen, wir wissen, dass hier nicht nur irgendwie Rassismus eine Rolle spielt, sondern dass das Geschlecht eine Rolle spielt, dass die soziale Herkunft eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Und in einem Verfahren, vor dem im AGG-Verfahren, ist es aber so, dass Gerichte sich sehr schwer tun mit diesen Kategorien und der Definition und dem Verhandeln, dem Besprechen, also dem, was ist das eigentlich? Was meinen wir damit? Ja? Und was die dann machen, wenn Anwälte tatsächlich alle Kategorien adressieren und sagen, hier geht es um eine Diskriminierung, die ist intersektional, das ist eine Mehrfachdiskriminierung, geht es um mehrere Diskriminierungsdimensionen, dann gehen die Gerichte in der Regel auf einen Diskriminierungsgrund und beschäftigen sich gar nicht mit den anderen. Also die tun sich sehr, sehr schwer mit diesem Konzept. Und wenn ein Diskriminierungsgrund durchgeht sozusagen, dann reicht das auch.
Ja, so, das, da wird gar nicht mehr rechts und links geguckt. Ja, das ist eher eine Debatte, die woanders geführt wird, aber die sich im Recht in der Form gar nicht so wiederfindet. Genau, ich glaube, ich kriege das gar nicht mehr so ganz zusammen, was das da, was da nochmal war. Ach so, mit Universitäten auch nochmal, ne? Also es tun sich ja schon auch immer mehr Universitäten, beschäftigen sich ja mit dem Thema. AGG ist da nicht anwendbar, aber LADG ist anwendbar und es gibt natürlich auch Hochschulgesetze mit Diskriminierungsverboten. Das zum einen, aber zum anderen auch sehe ich, dass da schon eine Beschäftigung ist im Sinne von, welche Strukturen brauchen wir? Was brauchen wir brauchen wir Antidiskriminierungsberatungsstellen? Brauchen wir nochmal andere Räume, um Diskriminierung zu besprechen? Machen wir Befragungen etc. etc. Aber ich glaube, da steht auch noch ganz vieles am Anfang und da ist auch noch viel Arbeit sozusagen, was da getan werden muss. Schulungen, genau, aber auch ganz klar, denke ich, jede Institution muss ganz klar adressieren von Anfang an, Diskriminierung wird nicht geduldet. Was verstehen wir unter Diskriminierung und was passiert, wenn Diskriminierung geschieht? Und wohin kann ich mich als betroffene Person hinwenden? Also die Befragung auf der einen Seite und das sozusagen auch nicht darauf zu warten, dass Betroffene kommen und es immer adressieren müssen, das finde ich total richtig zu sagen, es muss auch Strukturen geben, die das in den Blick nehmen, ohne dass man wartet, dass Betroffene das tun. Ja, und das verstanden wird, es ist eine Verantwortung der Institution und nicht der Betroffenen, das zu adressieren. Das ist absolut richtig. Wir werden aber nicht dran vorbeikommen, dass es klar benannt werden muss, neben aber auch anderen Instrumenten, ne? Also die auch strukturell da eingebaut werden müssen. Ne? Ja, das fand ich auch ganz interessant, dass das jetzt diese Beobachtung, dass das jetzt sich alles wieder so ein bisschen verzögert, ne, wie damals bei der AGG-Reform. Das denke ich, ja, da ist eine Gefahr drin. Und das sollte auf jeden Fall in dieser Legislaturperiode auch passieren, die Reform. Und auf der anderen Seite denke ich, aber besser eine gute Reform als jetzt eine zu schnelle Reform, die jetzt schnell irgendwie und klein durchgewunken wird, so als kleinster gemeinsamer Nenner. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gratwanderung, in der wir uns befinden. Auf der einen Seite wollen wir Qualität und wir wollen was Umfassendes, aber es muss auch jetzt passieren. Und nicht zu schnell und mehr in die Tiefe gehen, würde ich mir wünschen dann und dann auch wirklich was Umfassendes zu machen. Zu Gewicht wurde jetzt ja viel auch gesagt und bei uns in dem Ergänzungskatalog, den wir gerade erarbeiten zur AGG-Reform in dem Projekt, wo ja 40 Organisationen sich auch beteiligt haben, ist es auf jeden Fall auch drin und es hat sich auch im LADG wiedergefunden. Es macht dann am Ende nicht den letzten Sprung ins Gesetz, in den Diskriminierungskatalog. Und hier ist auf jeden Fall Hoffnung gegeben, und so habe ich jetzt auch die Stimmen hier gehört, dass das gesehen wird, wie wichtig das ist, dass dieses Merkmal aufgenommen werden muss, dass dieser Diskriminierungsgrund jetzt wirklich auch aufgenommen wird im Gesetz. Genau, ich glaube, genau, bei den proaktiven strukturellen Stellschrauben würde mich auch zum Beispiel interessieren, welche Erfahrung hat jetzt Berlin gemacht mit diesen expliziten Hinweis, dass oder auch dem Förderprogramm, was glaube ich noch in Bearbeitung ist, ne? Oder ich weiß gar nicht, wo der Stand ist, aber ich glaube, dass da die AGG-Reform vielleicht auch profitieren kann von jetzt schon aktuellen Erfahrungen aus Berlin im LADG dazu. Was ist da bisher passiert und woran würde man jetzt merken, dass da auch tatsächlich dieses Gesetz, also da wirkt auch, wirkt es tatsächlich schon? An welcher Stelle wirkt es und wo wirkt es vielleicht auch nicht? Wo können wir auch daraus lernen, wenn es nicht wirkt? Wie müsste es dann im AGG auch umgesetzt werden, wenn es so eine Art Bundesprogramm Diversity gibt und so? Ja, zum Thema Neutralitätsgebot und Kopftuch. Ich glaube, da ist auch schon viel gesagt worden. Also das ist, muss man sagen, eigentlich ein Skandal, dass es nicht umgesetzt worden ist. Also die Rechtsprechung ist total klar. Das Neutralitätsgesetz ist in der Form diskriminierend, darf so nicht bestehen bleiben und hätte schon längst geändert werden müssen. Und es ist eigentlich, was soll man sagen, ja, dass es trotzdem nach wie vor steht, ist schon ganz schön hart natürlich für die Betroffenen in erster Linie, die eben diese Unsicherheit auch haben, wie geht's da eigentlich weiter? Ja, also kann ich mich jetzt darauf verlassen, dass ich doch, muss ich klagen, muss es tatsächlich noch mehr Klagen geben? Das ist eigentlich nicht, so kann es nicht stehen bleiben. Und ich denke, mit dem Neutralitätsgebot, es ist die Frage, wie wir das Neutralitätsgebot verstehen. Ne? Also in meinem Verständnis passt auch unter das Neutralitätsgebot, dass eine Muslima mit Kopftuch unterrichtet. Das Ding ist nur, dass mit dem Neutralitätsgebot verstanden wird, dass Muslime mit Kopftuch nicht neutral sind. Und das ist ja eine diskriminierende Annahme. Ja, so, das ist das Problem. Das Neutralitätsgebot an sich würde ich gar nicht mal so schwierig sehen. Und das ist die Annahme, die dahinter steckt, dass manche Menschen, weil sie ein religiöses Zeichen tragen, das per se nicht sein können. Wer sagt das?
Ja, und das ist ja das, was das Bundesverfassungsgesetz ja auch sagt. Das ist ja eine pauschale, diskriminierende Aussage eigentlich. Ne? Und deswegen muss da auf jeden Fall was passieren. Und ich glaube, die anderen Punkte kriege ich gar nicht mehr so richtig hin. Es waren jetzt so viele und total interessante Punkte, die ich auch noch mal mitnehme für unsere weitere Arbeit an der AGG-Reform, an der Stellungnahme und den Ergänzungen. Und sehr spezifische Fragen auch noch mal zum Thema Vormundschaft und wie kann man gewährleisten und so weiter. Aber das würde ich vielleicht noch mal gerne so, weil ich habe da jetzt auch keine Antworten, aber ich finde das ein ganz wichtiges Thema auch, was ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht so im Blick hatte aus der Praxis. Super, dann gebe ich jetzt Judita das Wort und hier wird viel mitgenommen und das ist, glaube ich, gut und wir bleiben ja weiter im Austausch, also auch offen gebliebene Fragen werden noch bearbeitet werden können nachträglich. Ich wollte noch mal ein bisschen was dazu sagen, was Ferde Atemann gesagt hat. Einerseits die Kosten von Barrierefreiheit, das ist natürlich immer eigentlich das Einfachste, was man dann dagegen setzen kann. Das darf eben so nicht sein und es steht auch im Koalitionsvertrag, dass man ein Programm Barrierefreiheit soll gegründet werden. Also es stehen viele schöne Dinge im Koalitionsvertrag, die eben auch sehr große Auswirkungen auf das Leben von behinderten Menschen hätte, also positiv, aber die müssen halt eben auch kommen. Und auch das, was gesagt wurde, es darf vielleicht nicht so wehtun, da bin ich auch nicht der Meinung. Also es muss ja wehtun, weil sonst ist es ja der Status quo und der Status quo ist nicht gut. Dann noch ein anderer Aspekt ist eben die Intersektionalität. Auch gerne an die Verbände und Organisationen, die hier sind, nochmal von uns als Sozialheldinnen auch das Angebot, da nochmal sich zu stärken und nochmal zusammen und intersektional da auch auf jeden Fall zu denken. Vielen Dank. Das war nochmal ein wichtiger Appell, glaube ich. Und vielen Dank euch hier auf dem Panel. Vielen Dank euch Expertinnen hier im Publikum, dass ihr euch so rege beteiligt habt. Und das war, glaube ich, sehr spannend. Und ich habe Zettel voll geschrieben und nehme ganz viel mit für den Antrag, den wir vorbereiten. Und ich glaube, dass auch die anderen hier sehr viel mitnehmen aus der Diskussion. Und wir bleiben ja weiter im Austausch. Und wichtig ist, dass wir da rausgehen und weiter gemeinsam sozusagen jede und jeder aus ihrer Perspektive weiter Druck machen, damit es wirklich eine umfassende AGG-Reform wird und damit auch die anderen Gesetze alle Diskriminierung mitdenken und die anderen Bereiche, weil das ist nicht die einzige Lösung im AGG, sondern in den Arbeitsgesetzen, in den vielen, vielen anderen Gesetzen auch die Barrierefreiheit mitdenken müssen und die ganzen anderen Diskriminierungsformen auch mitdenken müssen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch allen einen schönen Abend und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und den weiteren Austausch und vielen, vielen Dank, dass Sie die Expertise hier reingebracht haben und auch ans Podium auf beide. Vielen Dank an alle Seiten sozusagen. Schönen Abend noch.